Einen schönen guten Abend. Die Burda-Akademie zum dritten Jahrtausend begrüßt Sie zum heutigen Vortrag von Professor Jan Assmann über den altägyptischen Iconic Turn. Wir veranstalten die Reihe der Vorlesungen zusammen mit dem Humanwissenschaftlichen Zentrum der Universität München. Der Vortrag wird wie meistens zeitgleich übertragen über die Internetplattform des Fraunhofer-Instituts in einige andere Universitäten. Ein wesentlicher Aspekt, wenn es um das Thema Bild geht, ist die Schrift. Buchstaben, Hieroglyphen, die Schrift als Ganzes haben einen unmittelbaren Bezug zur Bildlichkeit, insofern sie nämlich die Welt der Dinge, der Gedanken in mehr oder weniger abstrakte Zeichen fassen und bilden. Wir haben das ja auch in der Sprache. Man spricht davon, dass jemand ein schönes oder weniger schönes Schriftbild hat oder das Schriftbild in einem Buch sei ästhetisch gelungen oder weniger gelungen. In der Diskussion um den Iconic Turn, der auf die zunehmende Bilderflut abzielt, die uns alle täglich umgibt, wird dieser Aspekt eigentlich so gut wie nie behandelt. Dabei haben wir es hier tatsächlich mit einer Grundform von Bildlichkeit zu tun, die sich die Menschen zur Versinnlichung und Veranschaulichung von Dingen, Sachverhalten und Gedanken geschaffen haben. Ich freue mich sehr, dass wir für den Vortrag über die Entwicklung der Schrift von der bildhaften ägyptischen Hieroglyphenschrift, deren Zeichen auf wiedererkennbare Dinge verweisen, zur abstrakten griechischen Alphabetschrift, die keine bildlichen Bezüge zur Welt der Dinge mehr beinhaltet, den ausgewiesenen Fachmann auf diesem Gebiet, den Ägyptologen Jan Assmann, gewonnen haben. Jan Assmanns Vortrag wird sich insbesondere mit dem Iconic Turn des ägyptischen Schriftsystems befassen. Da die Alphabetschrift der Griechen, die bis heute Grundlage unseres eigenen Schriftverständnisses ist, sich aus der ägyptischen Hieroglyphenschrift herleitet, wird es interessant sein zu sehen, was von dem komplexen ägyptischen Schriftsystem von den Griechen übernommen wurde und was sie für ihre eigenen Zwecke neu dazu konzipiert haben. Mit seinem Ausblick auf die Geschichte der Schrift spinnt Jan Assmann sozusagen den roten Faden vom alten Ägypten bis heute. Ohne die Hieroglyphik der Ägypter gäbe es nicht die Buchstabenschrift der Griechen, die eine evolutionäre Weiterentwicklung der ägyptischen Schrift war, und ohne die von den Griechen entwickelte abstrakte Alphabetschrift, die in den vergangenen Jahrhunderten alles, was Menschen taten, dachten, artikulierten, dominierte, gäbe es nicht den heutigen Iconic Turn, der wiederum eine evolutionäre Weiterentwicklung der Alphabetschrift ist. Der Abend wird moderiert von Professor Thomas Buchheim. Er ist der Ordinarius für Philosophie an der LMU. Sein Schwerpunkt ist die griechische Philosophie. Er hat natürlich noch einige andere Schwerpunkte, aber für den heutigen Abend ist dieser Schwerpunkt vermutlich der relevanteste. Ich freue mich sehr, Herr Professor Buchheim, dass Sie heute Abend dabei sind und hoffe, Sie werden auch morgen bei dem Workshop dabei sein. Es wird auch interessant sein. Sie haben vielleicht vor Beginn die Charts auf der Leinwand gesehen und bemerkt, dass wir mit unserer Reihe Iconic Turn hier nicht die einzigen in der Republik sind, die sich mit dem Thema Bild und Bildwissenschaft und Bildlichkeit befassen. Wenn man, wie wir das in den Workshops tun wollen, die begleitend zu den Vorlesungen stattfinden, über die Grundzüge einer interdisziplinären Bildwissenschaft nachdenken und daraus auch etwas praktisch Anwendbares entwickeln will, dann tut man sicher gut daran, sich mit allen zu vernetzen, die bereits an ähnlichen Themen und Schnittstellen arbeiten. Das
Deswegen haben wir Ihnen also mal gezeigt auf den Charts, wer in Deutschland an anderen Instituten sich mit dem Thema Bild, Bildwissenschaft schon beschäftigt. Wer sich dafür interessiert, was in den Workshops abgehandelt und diskutiert wird, dem empfehle ich einen Blick auf unsere Webseite iconicturn.de. Am Saxophon hören Sie heute Abend Marcio Tubino und wie jedes Mal im Anschluss an die Vorstellung, Vorlesung sind Sie natürlich herzlich eingeladen im Lichthof auf ein Glas Wein. Und ich darf jetzt Herrn Professor Buchheim bitten, die Vorstellung des Referenten zu übernehmen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls begrüßen und wünsche Ihnen einen guten Abend. Nun muss ich sehen, dass meine Zettel zwischen diese Mikrofone passen. Die Burda-Akademie zum dritten Jahrtausend holt nun wahrlich weit aus. Wenn Sie heute Abend für die gedankliche Verarbeitung des Iconic Turn der Gegenwart zurückgreift bis buchstäblich ins dritte Jahrtausend, aber eben das vorchristliche, das Jahrtausend Ägyptens. Doch dies scheint mir, tut sie völlig zu Recht, gerade wenn es um Bilder geht, ihr Wesen und unser Umgang mit ihnen. Denn die Bildermacht Ägyptens ist bis heute ungeheuerlich, scheint mir. Wir alle haben solche ägyptischen Bilder im Kopf, die Sphinxen, Pyramiden, den schwarzen, umbundenen Haarschopf, das grad blickende Auge und dagegen die etwas gedrehten Gestalten mit den formelhaften Gesten, natürlich die hieroglyphischen Register. Wir alle wissen also irgendwie, wie ägyptisch aussieht. Viel mehr als sowas wie karolingisch oder römisch. Andererseits sind die Bilder Ägyptens ganz offensichtlich für uns rätselhaft. Hieroglyphisch eben. Wir können sie nicht lesen. Ja, und dies ist eben offensichtlich der Grund, weswegen wir heute Abend zu Gast Jan Assmann haben. Denn Jan Assmann hat wie kein anderer die Bilder und Hieroglyphen Ägyptens lesbar gemacht. Und zwar lesbar nicht nur für Momente der Interpretation, sondern lesbar und vor allem sichtbar als bleibende Gedächtnisspur im kulturellen Gedächtnis Europas. Auf diese Weise hat Jan Assmann im Übrigen auch sein Fach, eigentlich die Ägyptologie, was ja doch ein Orchideenfach par excellence ist, zu ungeahnter Bedeutsamkeit für unsere Kultur, gesamte europäische Kultur entwickelt. Das würde ich eigentlich jedem Orchideenfach wünschen, einen Jan Assmann, damit man endlich die wahre Bedeutung dieser Fächer eben auch allgemeinwissenschaftlich schätzen lernt. Jan Assmann ist 1938 geboren, er studierte Ägyptologie, aber auch klassische Archäologie und Gräzistik in München, Heidelberg, Paris und Göttingen. 1965 wird er in Heidelberg durch Eberhard Otto promoviert mit einer Arbeit zu den ägyptischen Sonnenhymnen. Nach der Promotion beginnt eine Zeit epigraphischer und archäologischer Feldarbeit in Ägypten, besonders in den thebanischen Beamtengräbern der Seiten- und Ramessidenzeit, Stoff, über den er sich dann 1971 ebenfalls in Heidelberg habilitiert. 1976 wird er zum ordentlichen Professor für Ägyptologie in Heidelberg berufen. Er war daneben Fellow vieler bedeutender wissenschaftlicher Einrichtungen in aller Welt und hatte zahlreiche Gastprofessuren im Ausland inne. Er ist außerdem Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und einer Reihe weiterer sehr vornehmer wissenschaftlicher Gesellschaften.
stellvertretend für viele Aktivitäten Aßmanns auch auf einem ganz anderen Gebiet, und das zeichnet ihn ja so sehr aus, möchte ich erwähnen, dass er seit 1998 den Doktor Theologiae honoris causa der Evangelischen Fakultät in Münster besitzt. Seine wissenschaftliche Arbeit wurde durch hervorragende Preise dekoriert, Max-Planck-Forschungspreis, Deutscher Historikerpreis. Und nicht zu vergessen, natürlich, Jan Aßmann ist auch noch Vater von 5 Kindern. Seine Frau Aleida übrigens Professorin in Konstanz, sodass in dieser Hinsicht eigentlich nur das bekannte englische Philosophenpaar Elizabeth Anscombe und Peter Geach den Vergleich mit den Aßmanns standhält. Allein die Monographien von Jan Aßmann umfassen 30 Titel und ich kann nur wenige nennen, vor allem diejenigen, die sich auf die kulturphilosophische und kulturwissenschaftliche Thesenbildung beziehen. Zum einen Zeit und Ewigkeit im alten Ägypten, ein Beitrag zur Geschichte der Ewigkeit, dann den großartigen Einfall als Titel Stein und Zeit, Mensch und Gesellschaft im alten Ägypten. Das kulturelle Gedächtnis, Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen heißt ein weiteres Buch, was ich auch deswegen nenne, weil es eben sich insbesondere mit Schrift befasst. Eine wichtige und eines seiner berühmtesten Studien hat den Titel Moses der Ägypter, Entzifferung einer Gedächtnisspur. Dazu werde ich gleich noch etwas sagen. Und schließlich möchte ich sein letztes Buch, ein Standardwerk höchster Gelehrsamkeit auf Aßmanns ursprünglichsten und bis heute doch meist gepflogenen Arbeitsgebiet, eben der ägyptischen Totenreligion, erwähnen mit dem Titel Tod und Jenseits im alten Ägypten. Schon in seiner Dissertation über die Hymnen an den Sonnengott entdeckt Aßmann ein Thema für sich, das ihn bis heute nicht loslässt in vielen Variationen, nämlich die performativen Funktionen der Sprache, ja die der Zeichen, auch der Schriftzeichen überhaupt. Jene Hymnen nämlich sind gar nicht, wie Aßmann klar macht, eigentlich Hymnen, sind nicht Dichtung, nicht Preis durch Worte, sondern sind Handlung, Ritus, durch den, wie Aßmann zeigt, das Wirken der göttlichen Sonnenkraft innerhalb des Kosmos in Gang gehalten wird. Also performative Funktion der Sprache ist, was man ausführt, indem man spricht. Der englische Sprachphilosoph John Austin prägte dafür den genialen Titel How to do things with words. So könnte man Aßmanns Arbeit zum Großteil unter diese Überschrift stellen, How to do things with signs. Was und wie tun wir mit Zeichen? Nämlich eins vor allem nach Aßmanns These, Erinnern, Gedächtnis, der Flucht unseres Daseins ins Vorbei, Momente der Dauer und eine gewisse Beständigkeit abgewinnen. Daher datiert Aßmanns kulturwissenschaftliches Projekt der Gedächtnisgeschichte des Abendlands und Verfolgung seines kulturellen Gedächtnisses, also seiner Archive, seiner Erzeugungsweisen, seiner Figuren und Krypten, die Krypta, eine Art verborgene oder sogar verdrängte, aber hochwirksame Tiefenströmung des Denkens. Das berühmteste Beispiel für eine solche Krypta, das Aßmann aufgedeckt hat, ist die von Sigmund Freud inspirierte Figur Moses der Ägypter, also jener Buchtitel. Gemeint ist eine Art Engführung zwischen altägyptischer und jüdischer Religionsgeschichte, also zwischen Idolatrie, das heißt Bilder verehrender Religionspraxis, und auf der anderen Seite Ikonoklasmus, also Bilder zerbrechender
Religionspraxis, eine Engführung, die durch die gesamten europäischen Jahrhunderte fortwirkt. Das ist auch im Thema des heutigen Abends, an dem es um die nun an dieser Engführung anknüpfende unterschiedliche Kulturen der Schriftzeichen geben wird. Nämlich eine Auseinandersetzung zwischen einer nun eher ägyptischen, also idolatrischen Auffassung von Schriftzeichen und auf der anderen Seite einer eher biblischen, ikonoklastischen Auffassung derselben. Das führt zu unglaublichen, hochinteressanten Bestrebungen, geistigen Hoffnungen, zu einem ganzen Diskurs und zu Verwerfungen in der Tektonik von Wissenschaft und Religion in ihrer Formationszeit in Europa überhaupt. Um nun nicht zu viel zu sagen, will ich wenigstens ein Beispiel von einem Autor anführen, der davon profitiert, ohne eigentlich teilzunehmen, bemerkenswerterweise ein Philosoph, der auch in München gewirkt hat, nämlich Schelling. Schelling schreibt einmal: Die Natur ist für uns ein uralter Autor, der in Hieroglyphen geschrieben hat. Bitte schön, Jan Assmann, Vortrag. Sehr geehrte Frau Mahr, sehr geehrter Herr Burda, ich danke sehr für diese Einladung, eine für einen Ägyptologen sehr seltene Gelegenheit, bei einem so großen Publikum in einem so wunderschönen Saal zu sprechen. Und Ihnen, lieber Herr Buchheim, danke ich sehr für diese ungemein freundliche, ungemein gründliche, eindringliche Einführung. So wie Sie jedem kleinen Fach einen Jan Assmann wünschen, so wünsche ich jedem kleinen Autor einen Thomas Buchheim, der ihn so wunderbar präsentiert. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir sind Buchstabenmenschen. Vom Buchstaben hängt unser ganzes Wesen ab. So klagte der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn im Jahre 1783 und erklärte: Wir lehren und unterrichten einander nur in Schriften, lernen die Natur und die Menschen kennen nur in Schriften, arbeiten und erholen, erbauen und ergötzen uns durch Schreiberei. Der Prediger unterhält sich nicht mit der Gemeinde, er liest oder deklamiert ihr eine aufgeschriebene Abhandlung vor. Der Lehrer auf dem Katheder liest seine geschriebenen Hefte ab, also was ich hier gerade tue. Alles ist toter Buchstabe, nirgends Geist der lebendigen Unterhaltung. Der Mensch hat für den Menschen fast seinen Wert verloren. Soweit Mendelssohn. Die Schrift ist der Sündenfall. Er hat einen neuen Menschentypus hervorgebracht, der dem Mitmenschen entfremdet ist. Der lebendige Umgang ist der interaktionsfreien Kommunikation gewichen, um mit Niklas Luhmann zu reden. Wie ist es zu diesem Buchstabenmenschentum gekommen? Hören wir noch weiter Moses Mendelssohn zu. So war es nicht in den grauen Tagen der Vorwelt. Der Mensch war dem Menschen notwendiger. Die Lehre war genauer mit dem Leben, Betrachtung inniger mit Handlung verbunden. Der Unerfahrene musste dem Erfahrenen, der Schüler seinem Lehrer auf dem Fuße nachfolgen, seinen Umgang suchen, ihn beobachten und gleichsam ausholen, wenn er seine Wissbegierde befriedigen wollte. Und dann holt Mendelssohn zu einer regelrechten Medientheorie der Menschheitsgeschichte aus. Mich dünkt, schreibt er, die Veränderung, die in den verschiedenen Zeiten der Kultur mit den Schriftzeichen vorgegangen, habe von jeher an den Revolutionen der menschlichen Erkenntnisse überhaupt und insbesondere an den mannigfaltigen Abänderungen ihrer Meinungen und Begriffe in Religionssachen sehr wichtigen Anteil. Schriftgeschichte ist Religions- und Geistesgeschichte. Wie stellt sich nun Mendelssohn diese Schriftgeschichte vor? Ich zitiere noch ein bisschen weiter. Die ersten sichtbaren Zeichen
deren sich die Menschen zur Bezeichnung ihrer abgesonderten Begriffe bedient haben, werden vermutlich die Dinge selbst gewesen sein. Für diese Dingschrift gibt Mendelssohn ein paar Beispiele. Zitat: So kann der Löwe ein Zeichen der Tapferkeit, der Hund ein Zeichen der Treue, der Pfau ein Zeichen der stolzen Schönheit geworden sein. Und so haben die ersten Ärzte lebendige Schlangen mit sich geführt, zum Zeichen, dass sie das Schädliche unschädlich zu machen wüssten. Mit der Zeit, fährt Mendelssohn fort, kann man es bequemer gefunden haben, anstatt der Dinge selbst ihre Bildnisse in Körpern und auf Flächen zu nehmen, endlich sich der Kürze halber, sich der Umrisse zu bedienen. Diese Bezeichnungsart ist die Hieroglyphik. Diese allegorische Dingschrift besteht, wie man sieht, vornehmlich aus Tieren. Es handelt sich um eine Zoographie. Weiter unten illustriert Mendelssohn dieses Prinzip einer Zoographie am Beispiel der Poesie. Zitat: Auch der Dichter, wenn er von sittlichen Eigenschaften in Metaphern und Allegorien reden will, nimmt mehrenteils seine Zuflucht zu den Tieren. Löwe, Tiger, Adler, Stier, Fuchs, Hund, Bär, Wurm, Taube, alles dieses spricht. Und die Bedeutung springet in die Augen. Man versteht diese Theorie der Schriftentwicklung nur, wenn man sich bewusst macht, dass für Mendelssohn die Schrift offenbar in erster Linie nicht ein Mittel der Kommunikation, sondern des Gedächtnisses darstellt. Der Mensch teilt vermittels des Löwen nicht so sehr anderen den Begriff der Tapferkeit mit, sondern hält ihn für sich selbst fest. Die Dinge geben seinen Begriffen Halt. Erst die Dinge selbst und dann die Bilder. Die weitere Entwicklung der Schriftzeichen stellt Mendelssohn sich als einen Prozess wachsender Abstraktion vom Bilde zum Buchstaben vor. Hier gibt es aber ein Problem. Der Weg von den Dingen zur Hieroglyphenschrift hat sich, so meint Mendelssohn, ganz natürlich entwickeln können. Aber von der Hieroglyphik, zitiere Mendelssohn, von der Hieroglyphik bis zu unserer alphabetischen Schrift, dieser Übergang scheinet einen Sprung und der Sprung mehr als gemeine Menschenkräfte zu erfordern. Also nicht die Schrifterfindung ist für Mendelssohn die eigentliche Medienrevolution in der Menschheitsgeschichte, sondern der Übergang von der Hieroglyphik zur Alphabetschrift, vom Bilde zum Buchstaben, also ein uniconic Turn, weg von den konkreten Dingbildern und hin zu den abstrakten Sprachzeichen. Die Hieroglyphik geht für Mendelssohn bis in unvordenkliche Zeiten zurück und hat sich aus den Dingen selbst entwickelt, als der Löwe für Tapferkeit, der Hund für Treue und die Schlange für Heilkunst stand. Die Medienrevolution bestand in der Einschaltung der Sprache zwischen die Dinge und die Schriftzeichen. Aus der direkten Beziehung zwischen Denken und Bezeichnetem, Denken und Bezeichnen, wird jetzt die indirekte Beziehung von Denken, Sprechen und Bezeichnen. Aber handelte es sich hier wirklich um einen Sprung, der ans Wunderbare grenzt und den wir nicht mehr rekonstruieren können? Nein, sagt Mendelssohn, nur ein Volk von Taubgeborenen hätte diesen Schritt nicht so leicht bewältigt. Die hörende Menschheit aber, zitiere, wird endlich gewahr geworden sein, dass die Laute, die der Mensch hervorbringen und vernehmlich machen kann, so unendlich an der Zahl nicht sind, als die Dinge, welche durch sie bezeichnet werden. Es gibt also viel mehr Dinge als Sprachlaute. Nachdem Mendelssohn den Weg rekonstruiert hat, auf dem die Menschen vom Bild zum Buchstaben gelangen konnten, stellt sich ihm dieser Übergang dann doch eher als eine Evolution und nicht als eine Revolution dar. Und das lässt sich auch beweisen,
Denn man sieht unseren Schriftzeichen die Herkunft aus den Hieroglyphen noch heute an. Ich zitiere Mendelssohn, dass aber unser Alphabet aus einer Art von hieroglyphischer Schrift entlehnt worden ist, ist noch itzt an den mehresten Zügen und Namen des hebräischen Alphabets zu erkennen. Jetzt können wir das erste Bild bekommen. Und aus diesen sind, wie aus der Geschichte offenbar ist, alle übrigen uns bekannten Schriftarten entstanden. Mendelssohn gibt als Beispiele Aleph, das Rind, Bet, ein Haus, Gimel, ein Kamel, Dalet, eine Tür, Wav, ein Haken, Seien, ein Schwert, Kaf, eine Faust, Löffel, Lamet, ein Stimulus, ein Sporn, Nun, ein Fisch, Samech, eine Stütze, Unterlage, Ein, ein Auge, P, der Mund, Korf, der Affe, Sin, Zähne. In dieser Bildlichkeit bewahrt auch die Alphabetschrift noch Erinnerungsspuren ihrer hieroglyphischen Herkunft. Aber diese Bilder muss man nicht mehr kennen, um die Schrift lesen zu können. Es handelt sich hier um ein unfunktional und im Allgemeinen auch unbewusst gewordenes Wissen. Ich möchte Mendelssohns Medientheorie hier verlassen, aber vorher noch einmal kurz zusammenfassen. Zwei Wenden kennzeichnen die Mediengeschichte, die aber nicht revolutionär, sondern evolutionär verlaufen. Zuerst die Wende von den Dingen selbst zu den Bildern der Dinge, den Hieroglyphen. Das wäre der erste iconic turn. Und alsdann die Wende von der Bilderschrift der Hieroglyphen zur abstrakten phonetischen Alphabetschrift. Das wäre der uniconic turn. Und die Frage, der sich diese Vorlesungsreihe stellt, würde nun dahin gehen, ob das Pendel jetzt in der Gegenrichtung ausschwingt. Also von der Alphabetschrift und dem damit verbundenen Buchstabenmenschentum wieder zurück zu den Bildern. Diese Fragestellung, die Mendelssohn uns hier vorgibt, erscheint mir alles andere als in den Haaren herbeigezogen. Ich würde so weit gehen, zu behaupten, dass diese von Mendelssohn angestellten Überlegungen noch heute so aktuell wie damals sind. Und dass sie die gegenwärtige Grammatologie ebenso bestimmen wie die Debatte im Gefolge der PISA-Studie, also erleben wir einen Exodus aus der Schriftkultur und den medientheoretischen Diskurs, in den diese Vorlesungsreihe hineingehört. Wir sind darin, wenn man so will, Mendelssohns Erben. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und die Behauptung wagen, dass wir darin nicht nur Mendelssohns Erben sind, sondern die Erben des alten Ägypten. Dieser ganze grammatologische und medientheoretische Diskurs, im Rahmen dessen wir uns hier Gedanken machen und Mendelssohn vor über 200 Jahren seine Überlegungen anstellte, wäre ohne die alten Ägypter und ihr Schriftsystem gar nicht denkbar. Und Mendelssohn selbst, den wir hier zum Ausgangspunkt nehmen, steht seinerseits in einer Tradition, die auf die Renaissance und über die Renaissance auf die alten Griechen und über die Griechen auf die alten Ägypter zurückgeht. Ich nenne das den Hieroglyphendiskurs. Bisher hat man darin nicht viel mehr als die Geschichte eines produktiven Missverständnisses gesehen, das sich mit der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen durch Jean-François Champollion im Jahre 1822 erledigt hat. In meinen Augen handelt es sich hier um eine Debatte, in deren Medium das Abendland über die tiefsten Fragen von Bild und Schrift, Zeichen und Symbol nachgedacht hat. Das Kernproblem dieses Diskurses lässt sich vielleicht als die Frage nach dem Verhältnis von Sprache, Denken und Wirklichkeit zusammenfassen. Der Mensch lebt in einer Welt, die ihm durch die Zeichenwelt symbolischer Formen erschlossen wird. Daran knüpfen sich vor allem zwei Fragen. Die eine ist Mendelssohns Problem, ob diese Zeichenwelt mit der Sprache identisch ist oder ob es Zeichen gibt, die jenseits der Sprache unmittelbar sowohl auf das Denken
als auch auf die Wirklichkeit, die Dinge zugreifen können. Die Hieroglyphen sind für ihn solche Zeichen, die jenseits der Sprache operieren. Die andere Frage ist jenes Problem, das Platon im Kratylos aufwirft, ob diese Zeichenwelt, im Kratylos ist es die Sprache, eine rein willkürliche, konventionelle Konstruktion darstellt oder ob sie mit der Natur auf eine notwendige, sinnvolle, nicht willkürliche, das heißt motivierte Weise zusammenhängt. Offenbart sich in den Zeichen, mit deren Hilfe der Mensch sich über die Welt verständigt und in denen sich ihm die Welt erschließt, das Wesen der Dinge? Oder bewegt er sich in ihnen nur im Rahmen gesellschaftlicher Vereinbarungen und Konstruktionen, also in einem selbstgebauten Hause? Für Mendelssohn ist klar, dass die nicht sprachbezogenen Hieroglyphen natürliche, die sprachbezogenen Buchstaben konventionelle Zeichen sind. Das Buchstabenmenschentum impliziert daher eine Entfremdung, nicht nur vom Mitmenschen, sondern auch von der Natur. Für Mendelssohn gab es eine Zeit, in der sich die Menschen die Wirklichkeit nicht nur durch Sprache, sondern vor allem durch Bilder erschloss, an denen sich seine Sprache und sein Denken festmachte. Denken und Bezeichnen war unmittelbar aufeinander bezogen. Erst mit der Einschaltung des Sprechens zwischen das Denken und das Bezeichnen ereignet sich ein Linguistik-Turn, wird sowohl das Denken als auch das Bezeichnen sprachbezogen und gewinnt eine andere Zeitform oder Dimension. Das sind jetzt nicht mehr Mendelssohns Überlegungen, aber er hätte uns sicher zugestimmt, wenn wir seine Linien noch etwas weiter ausziehen. Die Schrift muss sich nun an die Abfolge der Laute, Silben, Wörter halten. Die Schriftzeichen ordnen sich zu einer Linie, die die Abfolge der Sprachlaute abbildet. Schreiben, Lesen, Denken werden lineare, sukzessive, diskursive Prozesse. Der aneiconic Turn, den die Schrift und mit ihr zusammen Denken, Sprechen, ja, Weltbild, Menschenbild und Religion nehmen, ist ein Weg vom bildlichen, räumlichen, simultanen, intuitiven Erfassen zum linearen, sukzessiven und diskursiven Erfassen. So, und jetzt vielleicht das zweite Bild, sind wir Buchstaben Menschen geworden und unterscheiden strikt zwischen Schriftlichkeit und Bildlichkeit, indem wir mit der Schrift Sprache, Diskursivität, Linearität, Abstraktionsvermögen und linke Gehirnhälfte assoziieren, mit dem Bild dagegen Intuition, simultanes Erfassen, Räumlichkeit, Affektivität und rechte Gehirnhälfte. Aber wir können auch ganz anders. Wir können uns in eine Schrift hineindenken, die auf die Seite der rechten Gehirnhälfte gehört, die nicht die Sklavin der Sprache, sondern ihr Gegenteil, das Gegenteil der Sprache ist. Wir können in Gedanken, wie Mendelssohn uns das vormacht, einen iconic Turn vollziehen, indem wir den Weg zum Buchstaben und zum Buchstabenmenschentum in Gedanken zurückgehen. Und dass wir das können, verdanken wir in erster Linie den alten Ägyptern. Aber nicht den Ägyptern, wie sie die Ägyptologie erschlossen hat, nachdem Champollion die Hieroglyphen entziffern konnte, sondern den Ägyptern, wie sie dank der Griechen im kulturellen Gedächtnis des Abendlandes lebendig geblieben sind. Hätte das Abendland, und jetzt bitte das nächste Bild, nur die Alphabetschrift gekannt, dann hätte ihm die Schrift nur als sichtbar gemachte Sprache, als visible language gegolten, als diese ja schon Aristoteles bestimmte, als er Sprache auf Bewusstsein und Schrift auf Sprache bezog. Die Sprache, sagt er, kodiert ta en psyche, was in der Seele, das heißt im Bewusstsein ist. Die Schrift dagegen kodiert
ta en phone, was in der Stimme ist. Die Schrift kodiert Sprachlaute, die Sprachlaute kodieren Begriffe und Gedanken. Das ist das Prinzip der mittelbaren Bezeichnung, bei dem die Sprache vermittelnd zwischen Denken und Bezeichnen tritt. In dieser aristotelischen Semiotik herrscht die Konvention. Die Beziehungen zwischen Schriftzeichen und Sprachlauten ist ebenso willkürlich und oder konventionell wie die Beziehung zwischen Sprachlauten und Gedanken. Man kann ja denselben Sprachlaut in vielen verschiedenen Schriften und denselben Begriff in vielen verschiedenen Sprachen ausdrücken. Diese aristotelische Semiotik hätte im abendländischen Denken eine absolute, unangefochtene Monopolstellung ausgeübt, wäre da nicht die immer wachgehaltene Erinnerung an die ägyptischen Hieroglyphen gewesen, als einer Schrift, die sich nicht auf Sprache bezieht und die jenseits der Unterscheidung von Sprachlichkeit und Bildlichkeit, Diskursivität und Intuitivität, Linearität und Räumlichkeit, Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit, Begriff und Anschauung, Abstraktion und Einfühlung liegt. Daher ist es vollkommen sinnvoll, dass im Rahmen dieser Vorlesungsreihe, und das wurde ja auch schon freundlicherweise erwähnt, ein Ägyptologe das Wort ergreift. Auch wenn mit dem Begriff Iconic Turn ein Phänomen der Postmoderne im Blick steht, geht doch der ganze Diskurs, in dessen Rahmen wir über diese Fragen nachdenken, auf das alte Ägypten zurück. Was wir bei Mendelssohn beobachten konnten, gilt für die ganze Tradition. Das Nachdenken über Bildlichkeit hat eine grammatologische Basis. Und im Zentrum dieser Grammatologie stehen die ägyptischen Hieroglyphen. Der Ägyptologe pflegt nun freilich als erstes klarzustellen, dass der Begriff von Hieroglyphe, wie er hier gebraucht wurde, als ein ikonisches Zeichen, das sich unabhängig von Sprachlauten auf Begriffe bezieht, den ägyptischen Hieroglyphen nicht entspricht. Das heißt, dass die ägyptischen Hieroglyphen gar keine echten Hieroglyphen in diesem Sinne waren. Die Hieroglyphen bezeichnen, wie andere Schriften auch, Sprachlaute. Sie sind eine Lautschrift und keine Sinnschrift. Allerdings bleiben sie dabei nicht stehen und beziehen sich darüber hinaus auch noch auf die Sinnebene der Sprache. Vor allem aber, und das war ja eine der zentralen Fragen der abendländischen Grammatologie, vor allem sind sie nicht konventionell, sondern motiviert. Unsere Schriftzeichen sind arbiträr. Zwischen dem Schriftzeichen B und dem Laut B gibt es keine Beziehung, die die Form des Schriftzeichens motivieren könnte. Natürlich kann das ursprünglich einmal anders gewesen sein. Und in der Tat steckt in unserem B, wie Mendelssohn sagte, eine hieroglyphische Erinnerung. Bitte das nächste. Ja, da haben wir es schon. Unser B, sagte er, geht auf hebräisches Bet zurück. Und Bet heißt Haus, sodass dem hebräischen Schriftzeichen das Bild eines Hauses zugrunde liegen könnte. In der Tat entspricht es, was Mendelssohn nicht wissen konnte, der um 90 Grad gedrehten ägyptischen Haushieroglyphe. Also diese Wenn Sie das um 90 Grad drehen, dann bekommen Sie ein etwas abstrahiertes Bet. Und die ägyptische Hieroglyphe gibt einen Hausgrundriss wieder. Aber das muss man eben nicht wissen, wenn man die hebräische Schrift lesen will. Das ist ein Wissen, das die Schrift längst vergessen hat, das zu ihrem Funktionieren nicht das Geringste beiträgt. Durch dieses Vergessen ist das Schriftzeichen Bet, ebenso wie griechisch Beta und lateinisch B, zu einem arbiträren, nicht motivierten Zeichen geworden. Anders in Ägypten.
Hier sind alle Schriftzeichen motiviert. Sie stellen in wiedererkennbarer Weise einen Gegenstand dar. Bleiben wir bei dem Zeichen Haus mit dem Lautwert Per. Jetzt muss ich mich entschuldigen, jetzt müssen Sie ein paar Seiten lang Ägyptologie über sich ergehen lassen, aber Sie werden schon sehen, das mündet dann wieder in irgendetwas, auch im weiteren Sinne Interessantes ein. Also, dieses Zeichen, das hat den Lautwert Per. Und jetzt können wir vielleicht das nächste Bild bekommen. Die Vokale werden im Übrigen im Ägyptischen nicht geschrieben, genauso wenig wie im Hebräischen und im Arabischen. Dieses Zeichen also bedeutet Haus, wenn es zusammen mit einem senkrechten Strich auftritt. Also hier. Dieser senkrechte Strich stellt klar, dass es nicht nur den Lautwert Per hat, sondern Haus bedeutet. Wir sprechen dann von einem Ideogramm. Das Zeichen gibt einen schlichten Hausgrundriss wieder, ist also nicht arbiträr, sondern motiviert. Zusammen mit diesem Ideogrammstrich bezeichnet das Bild des Hauses also sowohl den Lautbestand Per als auch den Sinngehalt Haus. Dasselbe Zeichen kann aber auch zusammen mit einem Beinpaar anstelle des Strichs auch. Ich glaube, Sie finden das auch, ohne dass ich Ihnen das mit diesem Apparat zeige. Und dann mit diesem Beinpaar zusammen wird es ebenfalls Per gelesen, bedeutet aber nicht Haus, sondern herauskommen oder aufsteigen, weil dieses Verbum denselben Lautwert wie das Wort Haus hat. Zusammen mit dem Beinpaar bezeichnet also das Bild des Hauses nur noch den Lautbestand Per, aber nicht mehr den Sinngehalt Haus. Zeichen, die nur mit ihrem Lautwert, aber nicht mit ihrem Sinnwert funktionieren, nennen wir Phonogramme. Aber auch als Phonogramm ist das Zeichen Haus motiviert, denn es funktioniert ja nur, wenn ich das Bild des Hauses erkenne, das mir den Lautwert des ägyptischen Wortes für Haus, nämlich Per, liefert. Das Zeichen Haus tritt also sowohl als Ideogramm als auch als Phonogramm auf. Bei seiner Funktion als Phonogramm stellt das Beinpaar klar, dass es sich um ein Verbum der Bewegung handelt. Dieses Zeichen hat überhaupt keinen Lautwert, sondern nur noch einen Sinnwert. Solche Zeichen nennen wir Determinative. Auch solche Zeichen sind natürlich motiviert. So können wir als erstes festhalten, in der Hieroglyphenschrift gibt es nur motivierte Zeichen. Und das Prinzip der Motivation ist die Bildlichkeit. Die Zeichen sind so geformt, dass sie wiedererkennbar auf Dinge verweisen. Das Zeichen Haus tritt übrigens auch als Determinativ, also als reines Sinnzeichen ohne Lautwert auf. Dann bezieht es sich auf die Sinnklasse Räumlichkeit und determiniert Wörter wie Sitz, Stätte, Kammer, Halle, Tempel, Horizont, Unterwelt und so weiter. Also das ist in diesem Fall hier, das ist das ägyptische Wort für Sitz, Set, und da erkennen Sie auch das Hauszeichen wieder. Und hier dient es als das Determinativ für die Sinnklasse Räumlichkeit. In der Tat gibt es also unter den Hieroglyphen Zeichen, die keinen Lautwert, sondern nur einen Sinnwert haben, die Determinative. Das wären dann Hieroglyphen, also echte Hieroglyphen im Mendelssohnschen wie überhaupt vor Champollionschen Sinne. Mit den Determinativen hat es aber nun noch eine besondere Bewandtnis. Sie haben nicht nur keinen Lautwert, sondern meistens auch einen Sinnwert, für den die ägyptische Sprache gar kein Wort besitzt. Jetzt mal das nächste Bild. Jawohl. Das gilt vor allem für abstrakte Begriffe wie Zeit, Raum, Tier, Flüssigkeit, Bewegung und so weiter, sowie anfänglich sogar für Begriffe wie Baum und Vogel. So hat das Ägyptische zwar ein Determinativ für die Klasse Baum, mit der Wörter wie Sykomore,
Feige, Dumpalme, Imapalme, Tamariske, Pinie, Zeder und so weiter determiniert werden, aber kein Wort für Baum im Allgemeinen. Das Determinativ für Baum stellt eine Sykomore dar, da man ja den Baum an sich nicht abbilden kann. Die Sykomore gilt daher als der typische Vertreter der Sinnklasse Baum. Auch für den Begriff Vogel scheint das Ägyptische ursprünglich kein Wort gehabt zu haben. Das Determinativ für die Sinnklasse fliegender Lebewesen zeigt eine Ente. Das ägyptische Wort für Ente nimmt jedoch im Laufe der Zeit die Bedeutung Vogel an. Hier folgt also die Sprachentwicklung der Schrift. Für manche dieser durch Determinative bezeichneten Sinnklassen hat auch unsere Sprache kein Wort. Das gilt zum Beispiel für die Sinnklasse der mit dem Bild des Mannes mit der Hand am Mund determinierten Wörter, also Aktivitäten des Kopfes wie erkennen, sprechen, denken, lieben, essen, trinken und so weiter. Also dafür wüsste ich auch keinen Oberbegriff in unserer Sprache. Mit den Determinativen stößt also die Schrift in einen Raum der semantischen Artikulation vor, der lexematisch nicht erschlossen ist. Hier emanzipiert sich die Schrift am entschiedensten von der Sprache. Ich möchte das am Sonderfall eines Zeichens illustrieren. Jetzt bitte das nächste. Das als Determinativ einer Klasse von Wörtern wie Bosheit, Aggressivität, Angriff, Raubgier, Habgier und so weiter auftritt, dem Zeichen des Krokodils. Damit ist eine Eigenschaft bezeichnet, die im Verhalten des Krokodils exemplarisch hervortritt und die man vielleicht als Krokodilizität umschreiben kann. Mit den Determinativen stößt also die Hieroglyphenschrift tatsächlich in einen Bereich jenseits der Sprache vor und bezieht sich unmittelbar auf Gedankliches, also ta en psyche. Damit sind wir schon ganz nah bei Mendelssohns Begriff der Hieroglyphe als einer moralisch-allegorischen Zoographie, der seinerseits auf die Antike zurückgeht. So schreibt zum Beispiel Diodor, dass die Hieroglyphenschrift Bilder von Tieren verwende, wie zum Beispiel Falke, Krokodil und Schlange. Der Falke bedeutet Schnelligkeit, das Krokodil Bosheit. Die Zeichen bezögen sich nicht auf die Rede als Verbindung von Silben, also diese diskursive Linearität oder Sukzessivität der Einheiten. Also der Lautbezug wird bei Diodor explizit bestritten, sondern metaphorisch auf die Bedeutung der dargestellten Dinge, die im Gedächtnis bewahrt wären. Also das Gedächtnis speichert die Bedeutung der Dinge, auf die die Schrift dann metaphorisch rekurriert. Man muss die Bosheit des Krokodils kennen, um das Zeichen zu verstehen. Jetzt Zitat Diodor: Indem Sie sich nun anstrengen, die in diesen Formen verborgenen Bedeutungen zu entdecken, gelangen Sie durch jahrelange Übung und Gedächtnistraining dahin, alles Geschriebene zu lesen. Vor allem aber ist hier Horapollon zu nennen, dessen im Jahre 1419 wiederentdecktes Hieroglyphenbuch die Hieroglyphenbegeisterung der Renaissance auslöste. Horapollon war ein Ägypter, der zu Anfang des 5. Jahrhunderts lebte, also das 5. Jahrhundert nach Christus. Zu einer Zeit also, als die Kenntnis der Hieroglyphenschrift in Ägypten bereits erloschen war. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass er auf ältere, uns heute verlorene Werke zurückgreifen konnte, die noch auf der lebendigen Kenntnis der Hieroglyphen beruhten. Hieroglyphika war ein beliebtes Thema der ägyptisch-griechischen Literatur. Horapollon entstammte einer gebildeten Familie aus Achmim in Oberägypten, zu der unter anderem auch der Dichter Nonnos gehörte. Er präsentiert sein Werk als Übersetzung aus dem Ägyptischen, was gewiss eine Fiktion ist, auch wenn Ägyptisch bzw. Koptisch tatsächlich seine Muttersprache war.
Horapollo nun behandelt in seinem ersten Buch, das zweite ist ein späterer, nicht authentischer Zusatz, ungefähr 70 Hieroglyphen, die großenteils richtig gelesen, aber falsch erklärt werden. Da es sich bei den Hieroglyphen um motivierte Zeichen handelt, haben sie ja nicht nur eine Lesung, sondern auch eine Deutung, die erklärt, warum sie so und nicht anders aussehen. So schreibt Horapollon zum Beispiel völlig richtig, dass die Ägypter das Bild des Hasen zeichnen, wenn sie den Begriff öffnen schreiben wollen. Wenn er aber als Erklärung dafür angibt, dass dieses Tier nie seine Augen schließt, so irrt er. Die Ägypter schreiben das Wort öffnen mit dem Bild des Hasen, weil das Wort wenn öffnen denselben Lautwert wie das Wort wenn Hase hat. Ein anderes Beispiel ist das Bild der Ente, von dem Horapollon richtig angibt, dass es das Wort Sohn schreibt. Also in Wirklichkeit handelt es sich um eine Gans, aber das kommt ja auf selbe raus in dieser. Also jedenfalls schreibt das Bild, das eine Gans darstellt und das Horapollon eine Ente nennt, völlig richtig das Wort Sohn. Aber Horapollon erklärt es damit, dass sich diese Bedeutung von dem besonderen Familiensinn der Ente ableitet, was natürlich wiederum Unsinn ist. Auch hier gilt wieder, also der Familiensinn der Ente, ich möchte jetzt, man könnte an Konrad Lorenz und die Graugans erinnern, also das hat möglicherweise einen biologisch-zoologischen Sinn, es hat aber keinen grammatologischen Sinn. Denn auch hier gilt wieder, dass die Ägypter das Zeichen der Gans für das Wort Sohn verwenden, weil es denselben Lautwert hat. Also das Prinzip ist klar, Horapollon sieht vom Lautwert der Schriftzeichen völlig ab, von dem er vermutlich auch keine Ahnung mehr hat. Diesen verloren gegangenen Wissenskomplex ersetzt er durch einen anderen Wissensbestand, der eigentlich im klassisch-ägyptischen Schriftsystem keine Rolle spielte, und zwar jene volkstümliche Zoologie, die den Tieren alle möglichen Eigenschaften und Verhaltensformen unterstellt und die wir aus vielen naturkundlichen Werken der Antike kennen, wie etwa Elian, Plinius und der Physiologus, also dass der Hase nie die Augen schließt, dass die Ente einen besonderen Familiensinn hat, dass der Pelikan seine Jungen mit Herzblut füttert, dass der Löwe ein königliches Tier ist, dass die Schlange unsterblich ist, weil sie sich immer wieder verjüngt und so weiter. Für Horapollon muss man in diese Art Wissen eingeweiht sein, um die Hieroglyphen verstehen zu können. Wer die Hieroglyphen beherrscht, kennt die Eigenschaften der Dinge, die sie darstellen, das Wesen der Tiere, das Wirken der Natur, den Zusammenhang der Welt. Phonologie wird durch Physiologie ersetzt, Sprachkenntnis durch Weltwissen. Dasselbe hat Diodor im Sinn, wenn er von jahrelanger Übung und Gedächtnistraining schreibt. Diese Texte und viele anderen bilden die Quellen, auf denen Mendelssohns Begriff von Hieroglyphen und die ganze grammatologische Debatte basiert. Wir haben gesehen, dass dieser Begriff nicht völlig aus der Luft gegriffen ist, sondern sich auf die Determinative bezieht. Der Fehler liegt nur in der Annahme, die Hieroglyphenschrift bestehe ausschließlich aus Determinativen. Der eigentlich zentrale Punkt der abendländischen Grammatologie besteht aber nicht in der Konzeption einer sprachunabhängigen Begriffsschrift, sondern in der Unterscheidung verschiedener Schriftsysteme und damit verbunden, wie wir bei Mendelssohn gesehen haben, verschiedener Denkstile und Religionssysteme. Mendelssohn korreliert nämlich, worauf wir hier nicht näher eingehen können, Hieroglyphik und Polytheismus oder Idolatrie sowie Alphabetschrift und Monotheismus. Auch diese Unterscheidungen sind ägyptisches Erbe. Sie ergeben sich nämlich nicht, wie man vermuten könnte, aus der Gegenüberstellung zwischen ägyptischer und griechischer Schrift, sondern aus dem Nebeneinander verschiedener ägyptischer Schriftsysteme. Jetzt können wir das nächste Bild gebrauchen, den Hieroglyphen.
Religion erwuchs die Frage nach der Bildlichkeit und Nichtbildlichkeit von Schriftzeichen, ihrer Motiviertheit oder Konventionalität, ihrer Sprachbezogenheit oder sprachunabhängigen Begriffsbezogenheit. Aus dieser ägyptischen Vielschriftigkeit ergab sich schließlich auch, nicht bei den Griechen, aber im 18. Jahrhundert, die kulturevolutionistische Theorie des aniconic turn, der Entwicklung vom Bilde zum Buchstaben, von der Poesie zur Prosa, vom Poly zum Monotheismus. Zunächst hören wir, was Diodor über die ägyptische Schriftkultur berichtet. Seine Darstellung ist noch verhältnismäßig schlicht und beruht auf einer Zweiteilung. Ich zitiere: Die Figuren der Standbilder nun und die Formen der Schriftzeichen haben die Ägypter von den Äthiopiern übernommen. Die Ägypter besitzen nämlich zwei Schriften. Die eine, demotisch genannt, lernen alle. Die andere wird die heilige genannt. Bei den Ägyptern verstehen sie allein die Priester, die sie von den Vätern in den Mysterien lernen. Diodor deutet die demotische Schrift als das allgemeine, von allen erlernte Schriftsystem und versteht die heilige Schrift, unter welchem Begriff er wohl Hieroglyphen und hieratisch zusammenfasst, als eine Sonderschrift, die nur von den Priestern verwendet und in den Mysterien von den Vätern, den Söhnen beigebracht wird. Die Mysterien erscheinen hier als eine Institution des Lernens, und zwar des Erlernens der Heiligen, das heißt der hieratischen und der Hieroglyphenschrift. 200 Jahre später, jetzt das nächste Bild, gibt Porphyrios eine präzisere und daher auch wesentlich komplexere Darstellung dieses Einweihungsweges, der auf der Erlernung der Schriften beruht. In seiner Vita des Pythagoras berichtet er, dieser sei bei seinem Aufenthalt in Ägypten in die ägyptische Schriftkultur eingeweiht worden und unterscheidet dabei drei Schriften: die epistolographische, die hieroglyphische und die symbolische Schrift. Der Ausdruck epistolographische Schrift, also Briefschrift, ist die genaue Übersetzung des ägyptischen Wortes für demotisch, nämlich sesh en shad, Briefschrift. Die Unterscheidung zwischen hieroglyphischer und symbolischer Schrift lässt sich jedoch nicht auf Kursivschrift und hieroglyphisch beziehen. Hier geht es vielmehr um die Unterscheidung zweier Funktionen innerhalb des Hieroglyphischen. Die hieroglyphische Schrift, schreibt Porphyrios, bezeichnet das Gemeinte durch Abbildung, kata mimesin. Damit ist wohl die ideografische Funktion gemeint. Die symbolische dagegen durch gewisse allegorische Rätsel, kata tinas einig mus. Mit diesen allegorischen Rätseln ist die spielerische Einführung neuer Schriftzeichen gemeint, die für die Hieroglyphenschrift der Spätzeit charakteristisch ist und zu einer geradezu explosiven Ausweitung des hieroglyphischen Zeichenbestandes führte. Eine noch präzisere Darstellung der dreigestuften ägyptischen Schreiberausbildung finden wir schließlich bei Clemens von Alexandrien. Jetzt können wir das nächste Bild gebrauchen. Ja. Ja, jetzt wird es wirklich schwierig. Also ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich Sie mit so komplexen Befunden konfrontiere. Aber sie sind nur so komplex, weil sich eben Clemens so intensiv in das ägyptische Schrift, in die ägyptische Schriftkultur eingedacht hat, die eben ihrerseits, und das macht sie so interessant, so komplex ist. Also Clemens von Alexandrien, ein christlicher Zeitgenosse des Porphyrios, beschreibt den Studiengang bzw. Einweihungsweg eines ägyptischen Schülers, vom einfachen Schreiber bis zum eingeweihten Schriftgelehrten, Hierogrammateus. Als erstes erlerne dieser die epistolische Schrift, sodann die priesterliche oder hieratische Schrift und zuletzt die hieroglyphische. Die Hieroglyphenschrift bezeichnet das Gemeinte durch Symbole, von denen es drei Arten gebe: einfach abbildende oder kyriologische, noch einmal unterteilt in
ein Konsonantenzeichen, die Diaton, Proton, Stoicheion, also durch die primären Buchstaben bezeichnen, und Zeichen, die durch einfache Abbildung, Katamime sind, das Gemeinte bezeichnen, also die Ideogramme. Dann zweitens übertragene oder tropische, das sind vielleicht die Determinative, und schließlich allegorische oder enigmatische, das sind eben diese neuen Bildzeichen, Kryptogramme. Clemens unterscheidet also erstens und völlig richtig drei verschiedene Schriften, demotisch, hieratisch, hieroglyphisch. Und zweitens drei verschiedene Modi innerhalb des Hieroglyphischen, den kyriologischen, den tropischen und den allegorischen Modus. Das kann uns schon einmal vor Augen führen, bis zu welchem Grad theoretischer Differenzierung und Verfeinerung sich der griechische Diskurs über die ägyptische Schriftkultur entwickelt hatte. Clemens nennt die Hieroglyphenschrift Hystaten kai Teleutaian, die zuletzt erlernte und die vollendetste Schrift. Sie bildet die Krönung der zu einer hohen Kunst erhobenen und zu äußerster Virtuosität ausgestalteten priesterlichen Schriftkultur. Die Griechen sahen in dieser Schriftkultur und den Traditionen ihrer Vermittlung den Inbegriff der ägyptischen Mysterien. Nicht in der Schriftentwicklung, aber in der Schreibeausbildung gab es also so etwas wie einen Iconic Turn, eine Wende vom Buchstaben zum Bild, das die höchste, vollendetste Form der Schrift darstellte und zugleich einen Übergang vom diskursiven Lesen zum intuitiven Erfassen. Was dies betrifft, steht die klassische Stelle bei Plotin, einem Zeitgenossen von Clemens und dem Lehrer des Porphyrios. Die ägyptischen Weisen verwendeten zur Darlegung ihrer Weisheit nicht die Buchstabenschrift, welche die Wörter und Prämissen nacheinander durchläuft. Hier haben sie wieder dieses Prinzip der Diskursivität, der Sukzessivität der Sprache. Also welche die Wörter, die Buchstabenschrift, welche die Wörter und Prämissen nacheinander durchläuft und darin die Laute und das Aussprechen der Sätze nachahmt, vielmehr bedienten sie sich der Bilderschrift. Sie gruben in ihren Tempeln Bilder ein, deren jedes für ein bestimmtes Ding das Zeichen ist. Und damit, meine ich, haben sie sichtbar gemacht, dass es dort oben bei den Göttern kein diskursives Erfassen gibt, dass vielmehr jenes Bild dort oben Weisheit und Wissenschaft ist und zugleich deren Voraussetzung, dass es in einem einzigen Akt verstanden wird und nicht diskursives Denken und Planen ist. Plotin gibt keine Beispiele solcher Lesebilder, aber zur Illustration dessen, was Plotin gemeint haben mag, verweist Marsilio Ficino, der dieser Stelle eine lange Abhandlung gewidmet hat, auf den Begriff der Zeit, den die Ägypter im Bilde einer sich in den Schwanz beißenden Schlange dargestellt haben sollen. Jetzt das Nächste. Ja, da haben Sie aus dem Grab des Tutanchamun so einen Uroboros. Also Zitat Ficino, ihr habt ein diskursives Wissen über die Zeit, das vielfältig und flexibel ist, indem ihr zum Beispiel sagt, dass die Zeit vergeht und nach einem bestimmten Umlauf das Ende wieder an den Anfang knüpft. Die Ägypter aber fassen einen ganzen Diskurs dieser Art in das einzige Bild einer geflügelten Schlange, die ist nun leider nicht geflügelt, das ist erst eine spätere Entwicklung, die sich in den Schwanz beißt. Hier wird das Prinzip einer Schrift, die sich nicht nur von der Lautebene der Sprache, sondern von sprachlicher Diskursivität, dem Nacheinander der Wörter überhaupt emanzipiert, in aller Deutlichkeit herausgearbeitet. Diesem Schriftsystem entspricht ein intuitives Erfassen, allerdings nur bei den Göttern dort oben, das den Sinn aus der komplexen Bildbedeutung des einzelnen Zeichens erschließt und die Plotin wie folgt beschreibt. Und erst als ein späteres entspringt von dieser Weisheit, welche nur mit einem einzigen Akt erfasst wird, ein Abbild in einem anderen Ding, und dies ist nun entfaltet
und legt sein Wesen selber im Einzelnen dar und macht die Ursachen ausfindig, warum ein Ding so beschaffen ist. Und wenn nun jemand dies Abbild sieht, darf er wohl, da das Ergebnis sich so gegen die Logik verhält, sagen, dass er sich über die Weisheit verwundert. Wieso sie, ohne selber die Ursachen in sich zu tragen, weshalb das Ding so beschaffen ist, doch dem nach ihrer Richtschnur Geschaffenen die Ursachen dargibt. Also es ist eine schwierige Formulierung, aber es ist doch offenbar so, dass diese Sacra Iconographia der Ägypter eine Art von extremer Datenkompression darstellt, die nun durch die Lektüre durch einen Weisen wieder gewissermaßen auseinandergenommen wird. Also man kann da an diese Proustschen japanischen Papierblumen denken. Ja, das ist so eine Gedächtnismetapher, die Proust verwendet. Wenn man diese japanischen Papierblumen in Wasser legt, dann entfalten sie sich zu wunderbaren Blüten. Und so sind auch diese Bilder, wenn man sie eben in das Wasser der Weisheit legt, dann entfalten sie sich in dem meditativen Betrachten des Weisen zu ganzen Diskursen. Nun bleibt mir als Ägyptologe zum Schluss nur noch darzustellen, dass diese griechischen Theorien über die ägyptische Schriftkultur keine bloßen Missverständnisse und Gedankenspiele waren. Die ägyptische Schriftkultur hat in der Tat in der Zeit, zu der die Griechen ihr begegneten, einen iconic Turn vollzogen, der in einen Bereich jenseits der Sprache vorstößt. Sie entwickelte sich von einem relativ geschlossenen zu einem offenen System. Die traditionelle Hieroglyphenschrift basiert, wie die aus ihr entwickelte Kursivschrift, auf einem Grundbestand von ca. 700 Hieroglyphen. Im Gegensatz zur Kursivschrift aber ist die Hieroglyphenschrift grundsätzlich ein offenes System. Das heißt, es können ständig, wenn auch natürlich innerhalb vernünftiger Grenzen, neue Zeichen eingeführt werden. Das nächste Bild bitte. So kann man zum Beispiel ab dem Neuen Reich den Laut N statt mit der Wasserlinie von Net, Flut, auch mit der unterägyptischen Krone, mit dem gleichen Lautwert Net, Nied, schreiben. Und es gibt sogar Rätselinschriften, die mit möglichst vielen ungewöhnlichen Zeichen operieren. Das funktioniert in der Kursivschrift nicht, denn die neuen Zeichen sind nur aufgrund ihrer Bildlichkeit über die Dinge, die sie darstellen, also nach dem Rebus-Prinzip, lesbar. Diese in der Hieroglyphenschrift nur als Möglichkeit angelegte Offenheit des Systems wird nun in der Spätzeit systematisch ausgebeutet. Jetzt treten das Zeichenrepertoire der Kursivschrift mit ihren 700 Zeichen und das der Hieroglyphenschrift drastisch auseinander, in einem Verhältnis von 1 zu 10, also 700 zu 7000. In dieser Zeit schrieb man demotisch, eine Kursive, die jede Bildlichkeit abgestreift hat. Umso intensiver kultiviert man die Bildlichkeit in der Hieroglyphenschrift. Kraft ihrer Bildlichkeit bezieht sich die Hieroglyphenschrift nicht nur auf Gedanken und Begriffe, sondern auf die konkreten Dinge dieser Welt. Dadurch steht sie in einem dreifachen Bezug auf Laute, auf Begriffe und auf Welt. Die Kursivschrift hat den Weltbezug abgestreift. Umso mehr hat ihn die spätägyptische Hieroglyphenschrift kultiviert. Hier kam es offenbar darauf an, den Zeichenbestand so weit zu vermehren, dass er praktisch dem Bestand der Dinge, der sichtbaren Formenwelt gleichkam. So wie die Gesamtheit der Schriftzeichen einen Orbis Pictus, ein Formenrepertoire der Dinge dieser Welt, so bildete umgekehrt die Welt mit ihren Dingen ein Vorlagenrepertoire der Hieroglyphen. Genau das ist die Idee einer natürlichen oder Dingschrift, die sich in der Renaissance mit den Hieroglyphen verband. Tatsächlich gibt es aus der ägyptischen Spätzeit Texte, die diese Einschätzung der Schrift zum Ausdruck bringen. Dazu gehört in erster Linie das sogenannte Denkmal memphitischer Theologie. In diesem Text geht es um die Konzeption einer Schöpfung durch das Wort, die sich aber bei genauerem Hinsehen als Schöpfung durch die Schrift erweist.
Zweimal ist in diesem Schöpfungsbericht von Hieroglyphen die Rede. Es entstanden aber alle Hieroglyphen durch das, was vom Herzen erdacht und von der Zunge befohlen wurde. Und ein andermal, und so war Ptah zufrieden, nachdem er alle Dinge erschaffen hatte und alle Hieroglyphen. Alle Dinge und alle Hieroglyphen, das soll doch so viel heißen wie die Formen der Natur und ihre Wiedergabe als Schriftzeichen, also res et signa. Das Herz ersinnt die Formen, signa, die Zunge vokalisiert sie als verba, und Kraft der göttlichen Schöpferkraft, das ist diese Performativität, von der Herr Buchheim schon sprach, realisieren sich die Worte in der entstehenden Erscheinungswelt als Dinge, res. Die Signa, die Hieroglyphenschrift, so würden wir sagen, stehen vermittelnd zwischen res und verba. Nach dieser Schöpfungslehre aber stehen sie am Anfang, erst Signa im Herzen des Schöpfers, dann verba durch seine Zunge und schließlich res, Dinge in der äußeren Welt. Also erst die Schrift, dann die Sprache, dann die Dinge. Der Gott, um den es hier geht, ist der Gott der Künstler und Handwerker, also jenes Ressorts, zu dem zwar nicht die Schrift als solche, aber die Hieroglyphenschrift gehört. Seine kosmogonische Leistung besteht im Ersinnen der Formen. Diese Formen konstituieren sich als eine innere Schrift im Herzen, die dann durch die sprechende Zunge vokalisiert und in die sichtbare Erscheinungswelt überführt wird. Die Schöpfung ist ein Akt der Artikulation, gedanklich, ikonisch und phonetisch. Die Hieroglyphen sind die Urbilder der Dinge, die die Gesamtheit der Wirklichkeit ausmachen, indem Ptah die Urbilder der Dinge konzipierte, erfand er zugleich mit ihnen auch die Schrift, die der Schreibergott Thot nur aufzuzeichnen braucht, so wie er als Zunge die Gedanken des Herzens nur aussprechen muss. Ein Onomastikon, das heißt eine nach Sachgruppen geordnete Wortliste, ist daher überschrieben als Auflistung aller Dinge, die Ptah geschaffen und die Thot niedergeschrieben hat. Die Kursivschrift dagegen, die auf die Ikonizität, also die Wiedererkennbarkeit abgebildeter Gegenstände verzichtet und nur aufgrund der Verwendung eines geschlossenen Bestandes diskreter Zeichen funktioniert, kann weder neue Zeichen einführen noch bestehende Zeichen spielerisch variieren. Wir merken uns, Bildlichkeit und Systemoffenheit gehören zusammen. In den klassischen Perioden jedoch bleibt diese Offenheit zwar latent, nur Möglichkeit und wird erst in der Endphase der ägyptischen Schriftgeschichte in großem Stil aktualisiert. Aber an genau diese Phase knüpft der griechische und auf ihm aufbauend der abendländische Hieroglyphendiskurs an. In dieser Zeit verwischt sich in der Hieroglyphenschrift der Unterschied zwischen Schrift und Ikonographie. Gleichzeitig verschärft sich der Unterschied zwischen Hieroglyphen und Kursive, ikonischer und anikonischer Schrift. In dieser Zeit, als sich Hieroglyphen und Kursivschrift weit auseinanderentwickelten und zur hieratischen Kursive noch das Demotische hinzutrat, in dieser Zeit muss die Idee einer Symbolschrift und mit ihr der Hieroglyphendiskurs entstanden sein. Also nicht erst in Griechenland, in Ägypten selbst, schlägt meines Erachtens die Geburtsstunde des abendländischen Hieroglyphendiskurses, der ja, wie wir sahen, auf genau diesem Unterschied zwischen Bilderschrift und abstrakter Schrift beruht. Gerade die Mehrschriftigkeit und der Unterschied zwischen den verschiedenen Schriftsystemen war es ja, was die Griechen an der ägyptischen Schriftkultur so besonders faszinierte. Die These dieses Vortrags aber ist nicht nur die reichlich pro domo klingende Behauptung, dass wir, wenn wir hier über den Iconic Turn nachdenken, die Erben der alten Ägypter sind, sondern vor allem, dass dieses Nachdenken und dieser Diskurs eine grammatologische Basis hat. Der Iconic Turn, die Wende zur Bildlichkeit,
impliziert eine Abwendung von der alphabetischen Sprachschriftlichkeit, von den kulturellen Konventionen und Codes des Lesens, des sukzessiven oder diskursiven Denkens, der Mittelbarkeit, des Aufschubs und hin zu neuen Formen sprachloser und unmittelbarer Erfüllung. Verheißt uns das Internet jene Überwindung der babylonischen Sprachverwirrung, als die man im 17. Jahrhundert die ägyptischen Hieroglyphen pries? Wird die Menschheit im Internet Englisch wieder mit einer Sprache sprechen, wie vor dem Turmbau? Oder führt die Bilderflut der neuen Medien eine neue Sprachlosigkeit herauf? Hören wir, wie es die PISA-Studie nahelegt, bereits auf, Buchstabenmenschen zu sein, wenn wir anfangen, Bildermenschen zu werden? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, da sieht man doch, wie faszinierend Geisteswissenschaft sein kann. In der Frankfurter sind es immer die zwei Sachen. Auf der einen Seite Naturwissenschaft, das lesen alle und sind gespannt. Und auf der anderen Seite die Geisteswissenschaft, da blättert man rasch drüber. Aber wenn man so einen Vortrag hört, dann hält man doch ein und ist gebannt. Bevor wir vielleicht in die ernstere Diskussion einsteigen. Also wir sind Erben Ägyptens. Da ist mir eingefallen, jetzt ist es nicht mehr da, aber sind wir auch Erben Ägyptens in Bezug auf das N? Weil ja, würde ich schon meinen. Mhm. Ja, also eine verkürzte Nut sozusagen, ja. Die Wasseroberfläche. Ja. Also ich kann diese Herausführung von unserem Umgang mit Zeichen aus den ägyptischen Schriftsystemen nur mit Bewunderung betrachten und muss zugeben, dass mir hier die Möglichkeit fehlt, gescheite Fragen eigentlich zu stellen. Ich möchte mich deswegen auf die Seite konzentrieren, die man unter philosophischen Aspekt sehen kann und also sozusagen, wo es mich manchmal gestochen hat beim Vortrag als Philosoph. Und da ist ja mir vor allen Dingen aufgefallen, Sie entwickeln die Sache von der Schrift aus in zwei Reihen. Einmal über das, was uns geläufig ist, die Buchstabenschrift, geht es dann hin zur Sprache. Und auf der anderen Seite, also wir könnten das sagen, ist eine Notation der Sprache. Und auf der anderen Seite, die andere Reihe ist viel länger, von der Bilderschrift in die Begriffsschrift zur Dingschrift, haben Sie dann sogar gesagt am Schluss. Und da fällt mir die Frage ein, wie geht es eigentlich auf der anderen Seite weiter? Sprache ist ja auch ein Zeichen, das Wort ist auch ein Zeichen. Und wie kommt das Wort dazu, etwas zu bedeuten? Offenbar ganz anders, als wie ein Bild dazu kommt, etwas zu bedeuten. Das Bild irgendwie durch Wiedergabe eines ähnlichen Zuges. Also das Bild zeigt, wie etwas aussieht, während das Wort zeigt nicht, wie etwas aussieht, sondern ist ein Stellvertreter, also steht an dem Ort,
der gemeint ist mit diesem Zeichen, ist ein logisches Markierungsverfahren, kein Ähnlichkeitsverfahren. Und wenn ich das mal so einander gegenüberstelle, dann möchte ich behaupten, dass es auf der anderen Seite eigentlich mit der Bilderschrift zu Ende sein müsste. Denn der Begriff ist doch nicht Wiedergabe, wie etwas aussieht, sondern Erfassung, wie etwas ist. Also wie kommt man sozusagen von der bildlichen Seite hinüber in die Bezeichnung, die das Wesen der Sache trifft. Damit habe ich also ein Problem. Deswegen würde ich den Begriff eigentlich lieber auf die Seite der Sprache rücken und diesem unbildlichen Verfahren. Ja, sicher, Sie haben vollkommen recht. Es ist eine Fantasie, Plotins Erklärung der Bilderschrift als einer Schrift, die man nicht sukzessive liest, sondern intuitiv erfasst. Das ist natürlich eine Utopie oder so. So hat die Hieroglyphenschrift nie funktioniert. Aber so stellt sich Plotin ein utopisches Schriftsystem da vor, von dem er ja auch selbst sagt, dass das nur bei den Göttern so funktioniert. Also die Idee, als gäbe es eine unmittelbare Kommunikation, das ist die Sache der Götter oder bei Augustinus die Sache der Engel und eben eine menschliche, die immer nur durch Vermittlung operiert. Nun ist es so, also ich wollte mit Mendelssohn eigentlich auf eine andere Entwicklung hinaus, an deren Anfang die Dingschrift steht. Also Mendelssohn stellt sich das doch so vor, erst kommt die Dingschrift, jeder Leser von Gullivers Travels wird sich erinnern an die Leute von Laputa. Also das sind alles schon Dinge, die im 17. Jahrhundert sehr diskutiert wurden. Und Swift karikiert das. Die Leute von Laputa unterhalten sich dadurch, dass sie riesige Rucksäcke auf dem Rücken tragen mit all den Dingen, die sie sich vorzeigen. Das ist natürlich sehr cumbersome. Und also von dieser Dingschrift kommt es zu den Bildern und von den Bildern zu den Umrissen. Das ist also die Linie, die Mendelssohn zeichnet. Und im 17. Jahrhundert glaubte man, dass diese Bilder eben sprachunabhängige, das heißt also einzelsprachunabhängige Begriffe der Dinge denotieren. Das war auch im 17. Jahrhundert die Deutung der chinesischen Schrift. Deswegen war auch Leibniz so begeistert von der chinesischen Schrift. Die Theorie war, dass die Chinesen ein Schriftsystem verwenden, das alle lesen können, auch wenn sie verschiedene Sprachen sprechen, weil sie ein riesiges Reich haben. Und dass also auch die chinesische Schrift keine phonetische Basis hätte, was also von der heutigen Sinologie strikt abgestritten wird. Auf diesen Gedanken kam man aber nur, weil man die chinesischen Schriftzeichen im Sinne dieser ägyptischen Hieroglyphen deutete. Und das zeigt eben auch, wie sehr diese ganze Debatte um Begriffsschrift, um sprachunabhängige Schrift einfach informiert war von dieser Hieroglyphen-Tradition. Ja, da sieht man aber natürlich auch, was für eine Suggestion dieses Verfahren eigentlich transportiert. Ja, das meine ich. Also ich hatte ja Schelling zitiert am Anfang, wo das ja genau mit dem mit der Inbrunst gesagt das wird. Müssen Sie mir nochmal geben, das Zitat. Dass also die Natur selber gewissermaßen ihren Grundformenkanon auf diese Weise an den Tag legt, dass man es nur angemessen deuten soll. Aber muss man nicht doch nochmal eben diese Suggestionskraft der Bilderschrift etwas in Frage stellen? Also ich denke da gleich an Platons Schriftkritik zum Beispiel in dem Zusammenhang. Also was hat er eigentlich dagegen, gegen die Schrift? Mir scheint nicht so sehr, dass, wie er sich ausdrückt, die Schriftrolle überall umherrollt und ihren Vater nicht hat, der sie verteidigt oder etwas dergleichen, sondern ich glaube, dass er meint, in der Schrift wird einem ein Zug der Sache sozusagen festgeschrieben, eben eine Artikulation der Sache, die am Ende nicht dem Wesen, also der Idee entspricht, die uns aber gewissermaßen band.
und wir dann nicht weiter versuchen, der Idee und dem wahren Wesen auf die Schliche zu kommen. Oder wenn ich an die Ente denke zum Beispiel. Ne? Also würde man auch ein Flugzeug mit der Ente sozusagen determiniert haben, weil es ein Fluggerät ist? Mhm. Oder was macht unbedingt man mit einem Vogelstrauß, ne, der nicht fliegen kann? Mhm. Also über diese Sache. Aha, ja. Ja, also Platon im Phaidros denkt eindeutig an Alphabetschrift, an Buchstabenschrift. Also wenn Platon von Schrift spricht, meint er Buchstabenschrift. Also der Locus Classicus ist der Philebos, nicht? Wo ja die Phoneme und die Beziehung zwischen Phonemen und Schriftzeichen erklärt werden. Und so ist es also völlig klar, was dieser Teut in der Phaidros-Geschichte erfunden hat, sind die Buchstaben. Einer der Einwände, der eigentlich der erste, den der Kritiker in dieser Anekdote, sollen wir das kurz erzählen, können wir das so voraussetzen? Erzählen Sie es ruhig. Also, wir beziehen uns hier auf eine Episode im platonischen Dialog Phaidros. Und da wird erzählt, wie in Ägypten zu einer frühen Zeit es einen Erfinder namens Teut, das ist natürlich der ägyptische Gott Jehuti, Tot, Hermes, und einen König namens Tammuz gab. Und dieser Teut stammt aus Naukratis. Das ist also auch nicht von ungefähr die griechischste natürlich Stadt in Ägypten. Das ist dieser Teut, der ist so ein verkappter Grieche. Und dieser Teut hat alle möglichen Sachen erfunden und kommt nun nach Theben zum König Tammuz, um ihm diese Erfindungen vorzuführen. Und Tammuz bewertet nun alle diese Erfindungen auf ihre eigentliche Nützlichkeit hin. Und dann sagt Teut, und die allerschönste Erfindung, die ich gemacht habe, die will ich dir jetzt vorführen, sie wird das Gedächtnis stärken und die Menschen weise machen. Und erklärt ihm die Schrift, die er erfunden hat. Und dann sagt Tammuz, nein, also es ist doch etwas ganz anderes, Erfindung zu machen und den Wert dieser Erfindung zu beurteilen. Also was du da erfunden hast, mein lieber Teut, das wird das Gedächtnis gerade schwächen und nicht stärken. Denn es wird die Menschen nicht weiser machen, sondern zu scheinweisen. Aber er sagt übrigens nicht nur das Gedächtnis schwächen, sondern auch das Wissen. Ja, schwächen. Also Wissen und Gedächtnis. Genau, ne? Wissen und Gedächtnis. Ja, also das Wissen wird ein Scheinwissen und das Gedächtnis, das wird eben verfallen, weil die Leute sich nur noch auf Äußere von außen erinnern lassen, auf äußere Merkzeichen, Hypomnemata, also Hypomnesis, aber nicht Näme, wird da gestärkt. Und einige dieser Stellen, die ich da vorgelesen habe, die lesen sich fast wie eine Kritik dieser Passage an Platon, weil sie so deutlich machen, dass es bei der Bilderschrift auf das Gedächtnis ankommt. Also, und Giordano Bruno hat dann tatsächlich diese Erfindung des Teut nicht auf die Schrift als solche, sondern auf die Alphabetschrift bezogen. Also es geht, der Teut hat in einer längst bilderschreibenden Kultur das Alphabet erfunden. Das ist also Giordano Brunos Deutung und dadurch eben diese Zerstörung des Gedächtnisses und wie er dann noch meint, der Magie hervorgerufen. Aber dieser Unterschied, also die Autoren, die diesen Unterschied sehen zwischen Bilderschrift und Alphabetschrift, die betonen ja, dass die Bilderschrift eine Art von Ars Memorativa ist und dass sie also nur mit einem enormen Aufwand an Gedächtnistraining funktioniert. Und das klingt, also auch bei Jan Bliech findet sich das, das klingt immer so wie eine Kritik an Platon oder die Erinnerung daran, es gibt eben auch eine ganz andere Schrift. Und Sie meinen nicht, dass, weil Platon dies eben in Gestalt dieser ägyptischen Gottheit schildert,
ja auch tatsächlich eine ägyptische Schrift, also eine solche Bilderschrift im Auge hat an der Stelle. Mhm, und dann wäre es ja eben so, man muss ja bedenken, bei Platon ist ja das Wissen gewissermaßen eine Ausübung von Gedächtnis, ne, die Anamnesis-Lehre. Und dann wäre eben diese Suggestion gewissermaßen, diese Schwächung, die man ist gleichsam abgelenkt durch etwas, das einem gegeben wird, statt dem, wozu man eigentlich aufgerufen ist. Also das wäre diese Suggestion. Ja. Aber es ist übrigens so, Sie sind herzlich aufgefordert, mitzureden und Fragen zu stellen. Sie machen es uns dann leichter. Also ich will mal eben in die Runde schauen, ein bisschen unübersichtlich. Fragen aller Art, das kann ein ganz anderes Thema sein. Da haben wir schon. Bitte schön, Herr Pöpfel. Sie brauchen ein Mikrofon, hier müsste irgendjemand sein, der das an Sie... Ist nicht. Also zu der Diskussion, die Sie jetzt gerade hatten. Alphabetlesen ist ja eine der unnatürlichsten Tätigkeiten für das menschliche Gehirn. Und es erfolgt ein erheblicher Missbrauch von Hirnmechanismen, denn es ist die Übersetzung von anstrengungsloser Sprachwahrnehmung in eine bedeutungslose Symbolschrift. Und wenn man liest, wenn man Alphabetschriften liest, dann werden also bei Kindern, die lesen lernen, Hirnareale völlig zweckentfremdet. Und wir müssen also diese völlig unnatürliche Tätigkeit dann vollziehen. Und insofern sehe ich den Iconic Turn auch darin, dass die, wie bei den Ägyptern, das Lesen der Hieroglyphe oder auch die Piktogrammschrift, also das Kanji im Chinesischen und Japanischen, viel eher der natürlichen Wahrnehmung entspricht, also hirngemäßer ist. Und das ist auch ein Iconic Turn hin zu der natürlichen Informationsverarbeitung des Menschen. Da würde mich sozusagen Ihr Kommentar interessieren. Ein anderer Aspekt noch, was hat das, glaube ich, mit der Philosophie zu tun? Das größte Artefakt in der Philosophie ist meines Erachtens das Leib-Seele-Problem. Und das ist ja wohl entstanden dadurch, dass über die Verschriftlichung von Gesprochenem der Gedanke sich gleichsam vom Augenblick gelöst hat und dadurch irgendwie erfunden wurde, dass der Gedanke nicht mehr nur zwischen uns im Gespräch stattfindet, sondern ein Eigenleben erfahren hat und dadurch dieses Artefakt des Leib-Seele-Problems entstanden ist. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen. Ja, vielen Dank. Also das Leib-Seele-Problem überlasse ich Ihnen. Das habe ich befürchtet. Ja, ich meine, das ist aber auch darüber können wir sicher von den Ägyptern einiges erfahren. Also, Herr Pöppel, Ihren ersten Hinweis, den nehme ich als eine, also ungeheuer interessante, einen interessanten Beitrag aus berufenstem Munde. Dazu kann ich eigentlich gar nichts beitragen. Das ist natürlich ganz wichtig, sich klarzumachen, also die Artifizialität einer Alphabetschrift und jetzt zu hören, dass das Erlernen einer Alphabetschrift eben auch noch dem menschlichen Gehirn eine so, es ist eine solche Zumutung darstellt, also zweckentfremdete Operationen nötig macht. Das passt doch eigentlich sehr gut in die Mendelssohnsche Rekonstruktion, nicht, des Entwicklungsganges. Aber jetzt zu diesem zweiten Punkt des Leib-Seele-Problems. Also das ist natürlich faszinierend und verführerisch, sich vorzustellen als sagen wir, als wäre die Schrifterfindung der erste Schritt in eine Art von Artificial Intelligence, in eine Art von Geistigkeit, die sich von dem leiblichen Dasein abhebt. Und da müsste man nun wieder sagen, ist in Ägypten stellt sich das Leib-Seele-Problem ganz anders dar als etwa in Griechenland. Und dann natürlich auch in den darauf aufbauenden, also Erlösungsreligionen. Also Ägypten ist das Land der Mumifizierung. Und das heißt, dass der Leib für das Leben nach dem Tode ungeheuer wichtig ist.
Also auch die Seele funktioniert nicht so richtig, wenn nicht der Leib konserviert wird. Also die Ägypter haben die Unterscheidung zwischen, sagen wir, also Geist und Materie nicht in dem Sinne gemacht, wie wir sie bei den Griechen gemacht sehen und auch in der Bibel. Nicht? Also die biblische Bildkritik, so Jesaja 44, 45, solche Stellen, wo es da heißt, was ist ein Götze? Nicht? Ein Götze ist ein Stück Holz. Der Zimmermann schlägt sich eine Esche ab und aus der einen, mit der einen Hälfte macht er Brennholz und kocht sich sein Süppchen und mit dem anderen Teil macht er sich einen Götzen und fällt dann davon nieder und betet ihn an. Und also diese Unterscheidung zwischen der reinen Materialität des Holzes etwa und der Bedeutung als Gott, die wird nur in Ägypten überhaupt nicht gemacht, sie wird also geradezu konterkariert. Das heißt, wir haben in Ägypten es mit einer Schriftkultur zu tun, die auf der einen Seite natürlich also sehr elaborierte Seelenkonzepte entwickelt und auf der anderen Seite aber diesen Zusammenhang, die eigentlich die Einheit, zumindest auch den Zusammenhang von Leib und Seele betont. Und im Grunde, wenn man es ganz genau nimmt, dann ist eben der Leib für den Ägypter auch eine Art von Seele, nicht? Also Träger von Unsterblichkeit. Und das könnte ja auch etwas zu tun haben mit der These, dass der eigentliche Schritt in die Abstraktion, in die Artificial Intelligence, um das mal so auszudrücken, gar nicht mit der Schrifterfindung, sondern mit der Alphabetschriftlichkeit vollzogen wird. Aber Abstraktion ist viel wert, Herr Pöppel. Also ich würde ganz gerne was eine Lanze für die Buchstabenschrift sprechen. Also einmal ist ja natürlich dieses Entsprechen unserer natürlichen Wahrnehmungsweise noch lange nicht irgendetwas wissen oder erkennen. Ich glaube immer, dass die bildartige, also wahrnehmungsartige Auffassung der Umwelt eben Schwierigkeiten hat, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden oder auch nur zwischen Richtungen. Soll man dahin oder soll man weg? Wenn man zum Beispiel dann denkt, was die amerikanische Atomwirtschaft für Schwierigkeiten hat, geeignete Piktogramme zu entwickeln, die deutlich machen, bloß nicht weitergehen, weil hier ist es radioaktiv. Ne? Für eine Kultur, die sozusagen überhaupt gar keine Sprache und Erkenntnis mehr in diesem Zusammenhang hat, abgestoßen zu sein. Und es ist sehr schwierig, Bilder so zu entwickeln, dass man tatsächlich weggeht, anstatt sich neugierig zu nähern und irgendein Tabu draus zu machen. Also ich glaube nicht, dass ein Vorteil darin unbedingt liegt, in dieser Entsprechung zu unserer natürlichen Wahrnehmungsart. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite würde ich sagen, also das Lernen von Buchstaben ist ja gerade bei Platon zum Beispiel das Paradebeispiel für Umgehen, Einüben der Ideenerfassung. Und zwar, weil man diese Diskriminierungsleistungen vollbringen muss und immer richtig gruppiert und zuordnet ständig. Ne? Und er beschreibt das sehr, sehr ausführlich in Politikos, dass das eigentlich, also das Paradebeispiel für Dialektik überhaupt ist. Also da wäre auch ein Vorzug auf Seiten der Buchstabenschrift zu sehen. Wenn Sie sagen, das Leib-Seele-Problem ist eigentlich das größte Artefakt der Philosophie, also da gehört mein Herz Ihnen. Ne? Ich würde es bloß nicht sagen, wegen der Schrift, also zum Beispiel Descartes, glaube ich, wird nicht irgendwie in diese Überlegungszusammenhänge gehören, sondern hat aus ganz anderen Gründen Leib und Seele so radikal getrennt. Und wir haben immer noch Schwierigkeiten, etwas Vernünftiges daraus zu machen, was eben vorkartesisch ist. Ja, also das wäre meine Ansicht dazu. Aber darf ich noch mal in die Runde blicken? Bitte sehr. Gibt es ein Mikrofon jetzt für Sie? Ja. Hört man was? Hallo? Ja, ist wunderbar. Zu einem Zeitpunkt, als die Griechen noch gar keine Schrift hatten, da gab es aber bei den Phöniziern bereits ein fertiges Alphabet.
im Gegensatz zur ägyptischen Schrift, die ja nicht ein strenges Alphabetensystem hatte, sondern auch weitestgehend ein Silbensystem, hatten aber doch diese Phönizier bereits ein fertiges Alphabet. Und ich meine, dass das Alphabet, die alphabetische Schrift der Griechen, auf eben dem phönizischen Alphabet beruht. Natürlich. Ja. Nein, da haben Sie vollkommen recht. Das haben die Griechen auch immer gewusst. Also die Griechen sprechen von Phoinikeia Grammata und gehen davon aus, dass ein gewisser Kadmos die Schrift von Phönizien nach Griechenland gebracht hat. Und das entspricht auch sicher den Tatsachen. Ja, und also, die Phönizier wiederum haben es ja, dann da doch gibt es verschiedene, da gibt es verschiedene Theorien. Das würde hier ein bisschen zu weit führen. Die eine Theorie leitet die phönizische Schrift aus der Keilschrift ab, die andere leitet sie über die proto-sinaitische Schrift von den Hieroglyphen ab. Inzwischen hat man nun Inschriften in proto-sinaitischer Schrift, das sind also stark vereinfachte Hieroglyphen mit alphabetischer Bedeutung, sogar schon aus dem Anfang des 2. Jahrtausends gefunden, auf einer ägyptischen Karawanenstraße. Also ich neige schon eher zu der Theorie, die die phönizische Schrift aus diesem proto-sinaitischen ableitet. Da gibt es eine dritte Theorie, die leitet das Alphabet aus dem Hieratischen her. Das ist auch sehr interessant. Mhm. Also jedenfalls spricht vieles dafür, dass die phönizische Schrift aus der ägyptischen stammt. Nicht? Und es spricht vieles dafür, dass das so auf dem Wege passierte, wie Mendelssohn es rekonstruiert, dass also auch die hebräische, das heißt die phönizische Schrift in ihren Anfangsstadien noch eine gewisse Bildlichkeit hatte, die sich an Hieroglyphen orientierte, aber deren Lautwert auf semitischen Worten, so wie Alpu, Stier, ergibt Aleph und so, basiert. Darf ich noch mal gucken, gibt es noch Wortmeldung. Bitte schön. Wenn Sie vielleicht warten, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt. Da ist ja, es. Ich habe eine Frage zu dem zeitlichen Aspekt dieser Hieroglyphen und der Bildhaftigkeit der Sprache. Meine Frage wäre, ob die Hieroglyphen die Funktion haben, so etwas Ähnliches wie einen Gottesdienst zu evozieren, dass man etwas wiederholt. So, na, es geht schon. Sie sind wunderbar, wenn Sie was sagen, zu verstehen. Nein? Ich komme mit dem Mikrofon nicht klar. Ja. Das scheint auch nicht zu gehen. Da müsste ein Schalter dran sein, wenn Sie noch mal gucken. Ja, also ich such's nochmal. Ja. Ich denke, dass der Erlebensaspekt dieser Bilder, das Unmittelbare, einen Zusammenhang mit dieser Bildhaftigkeit der Internetsprache hat. Und denke jetzt aufgrund Ihres Vortrages, dass die Entwicklung vielleicht deswegen so stark in die Bildlichkeit zurückgeht, weil es zu wenig unmittelbare Erlebnishaftigkeit in dieser entfremdeten Arbeitswelt gibt und dass sozusagen auch der Verlust des Gottesdienstes und der Rituale, wo Gegenwart gemeinsam erlebt wird, sozusagen aufgehoben wird in diesem Erlebensaspekt der Bildhaftigkeit und dass dieses Unmittelbare des Bildes da ein Ersatz ist für verloren gegangene gemeinschaftliche Rituale und für einen Verlust auch an Unmittelbarkeit. Und gleichzeitig denke ich, dass es sozusagen eine gefährliche Entwicklung ist oder eine regressive Entwicklung im Sinne von, wie das in der Wagnerschen Musik auch funktioniert, dass seit Parsifal und dieser starken Evokation von Bildhaftigkeit beim Hören bewusst intendiert ist, das Denken auszuschalten. Und dass möglicherweise es darum geht, das Denken und
die Diskursivität, das Nacheinander und dieses Freisein eigentlich von Unmittelbarkeit, da würde ich jetzt auch für die Schriftsprache plädieren, ja. dass sozusagen das Denken in Bildern und das Zurückgehen zu der Bildhaftigkeit auch bedeuten könnte, man hört auf zu denken und frei zu sein. Und man klebt nur noch an Unmittelbarkeit. Ja, danke. Ich habe es also nicht alles akustisch so ganz mitgekriegt, aber möchte mich jetzt mal auf diesen Punkt konzentrieren, den Sie mit dem Stichwort Ritual ansprechen. Also Ritual und Unmittelbarkeit. Ich habe hier auch sehr stark den Unterschied betont in diesem Vortrag zwischen Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit, zwischen der, sagen wir, gesteigerten Mittelbarkeit und eben auch Artifizialität, die sich mit den mit dem Alphabet verbindet. Und da ist es sehr interessant, auch Mendelssohn schon bringt in diesem Zusammenhang die Rituale in Anschlag. Und zwar gerade wo es darum geht, dass wir Buchstabenmenschen geworden sind. Da sagt er, das ist eben das allgemeine Schicksal der Alphabetschriftlichkeit, aber die Juden, denen ist in Gestalt der Halacha ein Gegenmittel erwachsen. Und das sind die Riten. Also für Mendelssohn sind die jüdischen Gesetze Riten. Und Riten sind für ihn zeitliche Hieroglyphen, also Bilder, die sich als Szene zeitlich entfalten. Also ein hochinteressanter Beitrag zur Religionsästhetik, wenn man so will. Und dadurch, dass die Juden nun nicht nur das im Alphabet geschriebene Buch der Tora haben, sondern eben auch diese Riten, die Gesetze, die sie immer wieder zu diesem körperlichen Agieren, Ausagieren, nicht, der heiligen Normativität zwingen, dadurch sind die Juden davor bewahrt geblieben, Buchstabenmenschen zu werden. Also sie haben noch diese Verbindung zur Leiblichkeit und gewissermaßen auch zur Unmittelbarkeit bewahrt. Ich glaube, wenn man das jetzt mal ein bisschen verallgemeinert und sich auch mal von Mendelssohn löst, glaube ich, in der Tat gibt es einen Zusammenhang zwischen der, sagen wir mal, übersteigerten Alphabet-Schriftkultur, in der wir leben, und der Deritualisierung unserer Gesellschaft. Das muss man ja auch sagen, dass wir in einer total deritualisierten Gesellschaft leben, sicher im Protestantismus noch stärker als im Katholizismus und sicher in Norddeutschland nicht stärker als in München. Vielleicht wird das in München gar nicht so empfunden, aber schon in Heidelberg wird das doch sehr empfunden, dass wir eigentlich keine Riten mehr haben. Da ist es dann in der Tat sehr eindrucksvoll, wenn man mal, wie ich das mal gemacht habe, ein halbes Jahr in Jerusalem lebt und diese Fülle von Riten im Judentum so mitbekommt. Aber Popmusik, und ich weiß jetzt, habe das nicht verstanden, welche Musikrichtung Sie da erwähnt haben. Jedenfalls ist die Popmusik und die Art, sich, sagen wir, solchen Konzerten auszusetzen, die hat ja sehr stark rituellen Charakter, auch und auch einen sehr körperlichen Charakter. Und es ist ja auch eine nicht schriftliche Musik, muss man sagen. Sie wird zunächst einmal doch improvisiert oder wird mündlich tradiert. Und also da haben wir eine Hinwendung jetzt nicht zu den Bildern, aber zu einer Art von Mündlichkeit und Leiblichkeit, die deutlich, sagen wir, in die Gegenrichtung der allgemeinen Kulturentwicklung bis zum 20. Jahrhundert geht. Also wäre jetzt nicht der Iconic Turn, sondern der Performative Turn, der ja auch viel
besprochen wird, also der Vollzug, der leibliche Vollzug und nicht mehr der geistige. Übrigens, das ist ja auch, um nochmal auf die interessante Idee von Herrn Pöppel zurückzukommen, mit dem Dualismus, dem Leib-Seele-Dualismus und der Idee der Unsterblichkeit der Seele und so weiter, Schrift und Seele. Das ist also wirklich eine Idee, die mich nachhaltig beschäftigt. Da fällt mir ein, wie Thomas Mann den Ka erklärt. Also der Ka ist so eine ägyptische Seelenvorstellung. Und in Josef und seine Brüder, da lernt ja Josef schreiben. Und der midianitische Kaufmann, der ihn da aus der Grube zieht und kauft von den Brüdern, der prüft ihn und lässt ihn mal eine Warenliste erstellen, und zwar in Menschenschrift und nicht in Götterschrift, das heißt in ägyptischer Kursivschrift und nicht in Keilschrift. Und wie dann dieser Kaufmann diese Liste sieht, da sagt er, ja, so eine Schrift, das ist wie der Ka, der geistige Leib der Dinge, sagt er, der geistige Leib der Dinge, die Dinge selbst, das sind eben die Waren, die er mit sich führt, und diese Liste, in der das nun geschrieben ist, ist wie ihr geistiger Leib. Also das erinnert mich unmittelbar an Ihren Gedanken, dass man die Erfindung der Schrift mit der Erfindung eines geistigen Leibes, genannt Seele, korrelieren könnte. Spricht, wenn man an die ägyptische Totenliteratur denkt, auch vieles dafür. Die ägyptischen Gräber sind ja also voller Schrift, nicht? Und das Totenbuch und so weiter, so Schreiben und Unsterblichkeit hängen, glaube ich, vielfältig zusammen. Bitte sehr. Ja, Sie übernehmen die griechische, kann man mich hören? Ja. Sie beschreiben ja aus der griechischen Perspektive die Ägypter. Und da scheinen Sie mir auch etwas die griechische Metaphysik zu übernehmen, also von Plato. Und ich weiß nicht, also mir stellt sich die Frage, ob wir das so einfach sehen können, dass das Piktogramm einfach einen näheren Bezug hat zur Wirklichkeit. Also dass die gesprochene Sprache zwischen Piktogramm und Wirklichkeit treten würde und dadurch uns entfremden würde. Also mir scheint es ja, dass die Entfremdung das ist jetzt meine moderne Sicht, sich eher ergibt aus dem komplexen System der Sprache. Und dann kann eine Sprache, muss nicht etwas Gesprochenes sein, sondern kann auch so etwas sein, wie zum Beispiel die ägyptische komplexe Sprache, also komplexe Sprache und Piktogramm. Kann man mich noch hören? Es ist furchtbar schwer zu verstehen. Es ist so viel Unruhe im Saal. Also, es ist schon laut, aber es hat auch so einen Hall-Effekt. Ich kriege das schlecht mit, was Sie sagen. Also, mir scheint es, dass die Komplexität der Sprache das ist, was uns eher entfremdet. Was uns entfremdet von der Wirklichkeit, sagen wir mal so, wahrgenommenen Welt. Ja. Ich glaube, jetzt ist die Frage angekommen. Ja, ja. Das Geniale an diesen alten Zeichen ja nicht nur war, dass sie also Wirklichkeit unmittelbarer abgebildet haben, also die Form auch eine Rolle gespielt hat, sondern gerade ihre Komplexität und die Verbindung der Lautsprache, also dass die Lautsprache nicht unbedingt eine Entfremdung bewirken muss, sondern die Entfremdung eher durch die Komplexität entsteht. Ja, das hatten Sie aber schon durch gesagt. Die also ich glaube, die eben auch ein Reiz entsteht, der eben mit der modernen Schriftsprache dann leider verloren geht. Ja, ja. Es ist verblüffend. Sie reden wirklich wie ein Mensch des 18. Jahrhunderts, weil Sie zwischen Schrift und Sprache nicht unterscheiden, weil Sie von einer komplexen Sprache sprechen, aber doch dabei wahrscheinlich an diese Komplexität der ägyptischen Schriftsysteme denken. Dazu wäre natürlich zu sagen, dass die ägyptische Sprache nicht besonders komplex ist.
es wäre überhaupt die Frage, gibt es sowas? Nicht? Gibt es, also da müsste erstens unterscheiden zwischen Schriften und Sprachen, zweitens müsste man unterscheiden zwischen Sprache als System und Sprache als Diskurs. Natürlich ist, gibt es eine ungeheure Komplexität, wenn Sie an Sprache als Diskurs denken, etwa in der griechischen Metaphysik. Und ein Diskurs kann sich natürlich weit, weit entfernen von der Sphäre des unmittelbar Gegebenen, des natürlich Evidenten und so weiter. Das ist aber keine Frage des, keine Sache des Systems, nicht? Also die griechische Sprache ist nicht komplizierter als andere Sprachen, aber Aristoteles ist eben sehr viel komplizierter als andere Texte. Und die ägyptische Schrift ist auch nicht und ist als System, sagen wir, nicht besonders komplex. Nur das Ineinander dieser drei Schriftsysteme, vor allen Dingen das, was dann sich, was Clemens von Alexandrien daraus gemacht hat, ist dann ungeheuer komplex. Also, aber was mich eben verblüfft ist, Ihre Argumentation entspricht so ganz genau eigentlich dem Denken von Mendelssohn oder Vico oder also Herder oder anderen Denkern des 18. Jahrhunderts, die ganz systematisch Schrift und Sprache gleichsetzten und das Schreiben in Bildern als ein Denken in Bildern und ein Sprechen in Bildern sich vorstellten. Also für Vico ist ganz klar, das Denken in Bildern, dem entspricht die Poesie, also ein Sprechen in Bildern und so weiter. Also das wäre, das stellt sich uns natürlich heute anders dar, die wir diesen Unterschied so strikt beachten zwischen Schrift und Sprache. Ja. Natürlich ist der ist die Kategorie der Entsprechung in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Ja. Also man gleitet dann nicht in die totale Entfremdung ab und in die, sagen wir, totale Konventionalität, sondern mit dem Begriff der Entsprechung gibt es immer noch eine Verbindung zur Wirklichkeit, zur Natur. Das ist richtig. Aber dann kommen wir doch immer wieder, wenn das richtig ist, auf den Punkt, den ich schon mal anfangs hatte, dass Bilder eben in gewisser Weise auch vergessen machen, um das als wahres Wesen gesuchte Idee der Dinge. Ne? Also wir klammern uns gewissermaßen an ein Bild, wir klammern uns an Schrift, ne? Und lassen uns abbringen von dem, was eigentlich die Aufgabe ist, so wie Platon sagt, also die besten und wichtigsten Dinge haben überhaupt nur eine Existenz im Logos, wie er sagt, und keinerlei Bild, durch das sie irgendwie der Seele des Menschen nahegebracht werden könnten, auf einfache Weise. Also ist es mit dieser ablenkenden Kraft der Bilder? Ja, also dass Sie mich recht verstehen, ich plädiere hier weder für Schriftlichkeit noch für Bilderschrift oder so, sondern ich plädiere nur für einen Zusammenhang. Also dafür, dass wir, wenn wir über diese Fragen nachdenken, sinnvollerweise mal einen Schritt zurückgehen in der Zeit und die Geschichte dieses Diskurses aus dem Abstand Ägyptens betrachten. Dafür plädiere ich. Ja. Und dass wir daraus was lernen können. Ja. Also mehr will ich gar nicht sagen. Ja, ja. Es stellt sich natürlich die Frage, sollen wir das Erbe antreten? Ja. Oder sollen natürlich wir es ausschlagen? Wir sollen natürlich nicht zu Ägypten zurück, das ist ja klar. Ja, natürlich. Aber je weiter man zurücktritt, desto besser überschaut man den Weg, den man gegangen ist und kann sich dann, wir stehen ja wirklich an einer Wegkreuzung und wissen nicht, ist es gut, ist es schlecht. Also deswegen habe ich am Ende nochmal ein paar warnende Töne angeschlagen. Mhm. Nicht, dass das jetzt so klingt, als wäre der Iconic Turn sowas Wunderbares, sondern ich habe ja angedeutet, und als wäre das Buchstabenmenschentum etwas so Entfremdetes. Und ich habe ja auch angedeutet, dass es Aspekte gibt, in denen der Abschied vom Buchstabenmenschentum bedenkliche Züge annimmt. Also dieser Verlust an Lesefähigkeit. Also ich meine, der Kern der PISA-Studie, der Kern der ganzen Malaise ist ja,
der Rückgang der Lesefähigkeit, der Umsetzung von Buchstaben in sinnvollen Logos. Mhm. Und also für eine bedenklich große Zahl der 15-Jährigen ist eben die Schrift ein externes Zeichengewebe, das sich nur unter großen Schwierigkeiten in irgendeiner Art von Logos umsetzen lässt. Ja, ja, ja. Und das sind eben keine Buchstabenmenschen mehr. Und die Frage ist, ist das was Gutes? Ja, ja, ja. Also, wenn jetzt niemand mehr eine ganz dringende Frage hat, doch, bitteschön. Ein Mikrofon wird gesucht. Ja, es ist eigentlich ein bisschen eine etwas kritische Frage zu Ihnen, Herr Buchheim, und ich hoffe dann, dass ich nochmal zu Herrn Aßmann kommen kann. Und zwar, Sie haben gesagt, also das Bild gibt uns wieder, was ein Ding zu sein scheint, sozusagen. Der Begriff hingegen gibt uns wieder, was das Ding ist. Also Sie folgen damit natürlich einer Argumentationsfigur, also jetzt wie im Höhlengleichnis quasi. Und was ein bisschen zu kurz kommt dabei ist und was zumindest in der Heidegger-Interpretation von Platon ja angelegt ist, nämlich, glaube ich, bei Plato heißt es einmal, dass die Idee dann kyriaten aletaian sei. Also das heißt, dass die Idee auch die Wahrheit und sozusagen unterwirft und der Herrschaftsgestus der Idee ist damit angesprochen. Und jetzt, wenn ich die Diskussion richtig verstanden habe, die jetzt so war, spiegelt sich da etwas wider, nämlich, dass die Idee und die Erkenntnis immer eine gewisse Priorität hat und eine sozusagen eine höhere Bewertung erfährt als das Bild, also das heißt mit der Folge eine Entwertung des Bildes, und dass dann natürlich oder eine Überbewertung der Schriftkultur, und dass das dann wieder zur Folge hat, sozusagen ein iconic turn, nämlich eine Abwendung oder partielle Abwendung von der Schrift. Mir gefiel jetzt an den Ausführungen von Herrn Aßmann sehr gut und zu den Hieroglyphen, weil irgendwie die Hieroglyphen, soweit ich das verstanden habe, so etwas sind, wo sich Buchstabe und Bild irgendwie treffen und insofern die Hieroglyphen als Bilderzug eben vor allem und überhaupt also Buchstaben sind und hier so eine Art Synthese da ist. Ja. Mhm. Also ich hätte nur ganz kurz Ihnen zuzustimmen. Natürlich, wenn man die Wahrheit hat, erkannt hat, dann muss man sich hier unterwerfen. Also insofern ist klar, wenn man mal hingekommen ist, ne, und sich der Sache sozusagen sicher geworden ist, dann ist das eine Art von Herrschaft. Ne? Aber das ist eigentlich ein Joch, das man sehr gerne trägt, ne? Wo ich also nur nicht irgendwie denken würde, das würde uns um unsere Rechte bringen. Das gibt uns die Möglichkeiten, aber nimmt uns keine. Also es wäre die kurze zustimmende Antwort auf diesen Punkt. Hm. Herr Aßmann, hätten Sie ja zu dem anderen? Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal die Vorzüge der Hieroglyphe hervorgehoben haben. Das sehe ich genauso, dass die Hieroglyphenschrift auf eine wunderbare Weise eben Bildlichkeit und Schriftlichkeit verbindet. Und das Großartige bei Clemens und diesen späten Schrifttheorien ist ja, dass sie da einen iconic turn, eine Hinwendung zum Bild beschreiben, die, sagen wir, die durch alle Stadien der Schriftlichkeit erstmal hindurchgegangen ist. Also erstmal muss man die Alphabetschrift beherrschen, man muss also mit allen Wassern der Buchstabenschriftlichkeit gewaschen sein, um dann zuletzt zum Bilde vorzudringen, als der höchsten Stufe. Und das ist natürlich ein ganz anderer iconic turn, der auf der ganzen Schriftlichkeit aufbaut und sie dann gewissermaßen transzendiert. Ne, in andere. Ja. Also Sie sehen, Herr Aßmann hat zwar vorgelesen und war da ein Buchstabenmensch, aber der Vortrag selber hat uns dazu provoziert, aus diesem Buchstabenmenschentum wenigstens eine kurze Zeit auszusteigen. Es ist ein so spannender und fesselnder Vortrag, dass wir sicher noch viele
Fragen hätten, die müssen wir auf einen anderen Zusammenhang vertagen. Auf jeden Fall mein ganz herzlicher Dank an Sie, Ihren Vortrag und die Diskussion und auch an die Diskussion, Diskutanten bei Ihnen.